einfach Gott genannt. Da gab es noch nicht so viel. Es gibt gewisse kleine Stellen mit Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber Gott hat sich personell erst richtig krass offenbart im Neuen Testament, wie er personell zu verstehen ist mit Vater und mit Sohn und mit Heiligen Geist. Und im Neuen Testament kam halt einfach Christus auf die Erde und predigt halt vom Vater, von sich selber, also dass er selber Gott ist und vom Heiligen Geist. Deswegen gibt es damit sozusagen kein Problem. Christus, sagen wir auch, ist der Gott des Alten Testaments. Wenn gesagt wird im Alten Testament Gott, dann ist damit auch Christus gemeint. Deswegen kam er nicht irgendwie im Neuen Testament vor. Jesus ist ja der menschliche Name. Der Name Gottes heißt Yahweh und so wird er auch genannt. Ah, ja, weh, das war doch bei den Juden, oder nicht? Habe ich auch mal Genau, gehört. daran glauben wir Christen auch an Yahweh. Weil Ja. Gott hat sich den Eigennamen gegeben in 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Dort sagt Gott zu Mose aus dem Dornbusch: Das ist mein Name ewiglich, ich bin, der ich bin. Wenn du diese Wörter mäßig als Tetragramm nimmst im Hebräischen, kommt das Wort dafür Yahweh raus. Und beziehungsweise ich bin der Seiende, Ego Eimi Hon. Und das bedeutet Yahweh. Ganz einfach übersetzt und bedeutet, Christus hat sich Moses offenbart und hat gesagt, ich bin Yahweh. Und im Neuen Testament hat er einfach den menschlichen Namen, weil er Mensch wurde. Ach so, Genau. ja. Und noch eine Frage wäre Ja. da, Zweites Testament, wer hat das geschrieben? Wir haben viele Autoren. Wir haben beispielsweise das Lukas-Evangelium von Lukas, Johannes von Johannes, Matthäus von Matthäus und Markus von Markus. Dann haben wir noch die Paulusbriefe, dann haben wir einen Brief von Petrus, einen zweiten Brief von Petrus, Brief von Jakobus, Offenbarung von Johannes und so weiter und so fort. Wir haben im Neuen Testament, ich schätze mal, über 5 Autoren locker, so 10 Autoren vielleicht. Ungefähr. Im Neuen Testament. Alle sind aber von Gott inspiriert. Sagen wir. Genau. Das waren auch Menschen wie wir, ne? Diese Genau, Autoren. das waren Menschen. Und diese Informationen, die die dann da reingeschrieben haben, die kamen dann von Gott, oder? Genau, Gott hat sie geleitet. Da steht, keine Weissagung wurde getroffen ohne den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist halt Gott. Genau. Die wurden halt von Gott Ja. geleitet, dass die keinen Fehler machen. Ja, Dass alles verstehe. richtig ist, was drin steht. Genau. Sonst hast du keine Frage? Nee, eigentlich nicht mehr. Ist Ich einfach. habe dann noch eine Sache an dich. Ich möchte dich nicht erniedrigen vor 130 Leuten. Ich stelle dir einfach, was du davon hältst, okay? Ja, gern. Ich frage dich einfach ganz normal als Mensch, subtil, was ist so deine Paradiesvorstellung? Meine Paradiesvorstellung Was ist, möchtest du im Paradies machen? ein Paradies. Ich möchte auf jeden Fall meine Familie sehen, meine Mitmenschen, natürlich. Ja, eigentlich noch nie darüber richtig nachgedacht. Hauptsache, ich habe halt gehört, im Paradies kannst du alles machen. So, ne? Aber ich denke nicht, dass ein Mensch alles machen will auf der Welt. Ich denke, er hat seine Prinzipien so. Meine Prinzipien sind halt, wie gesagt, meine Familie jeden Tag zu sehen. Und mehr eigentlich auch nicht. Also nichts Besonderes eigentlich, um ehrlich zu sein. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Ja. Würdest du sagen, Sachen, die hier auf dieser Dunja verboten sind, sollten im Paradies erlaubt sein? Also ich weiß, dass sie oben erlaubt sind, also im Paradies. Aber das Problem ist ja, wenn man jetzt sagt, du darfst kein Alkohol trinken oder so, das ist ja eine Prüfung. Dein Körper selbst zu schaden. Gott weiß ja, dass wenn du deinen Körper selbst schaden willst, das an sich ein bisschen Spaß macht. Alkohol trinken, rauchen, Sex vor der Ehe haben oder so, ne? Da zu sein und deswegen auch alles machen darfst. Deswegen finde ich das eigentlich nicht so schlimm, ne? Also finde ich eigentlich Oder ganz gut. alles gut, es geht mir nicht um Alkohol per se. Das verstehe ich, okay, wenn das nicht Ja, berauscht, ist auch ein aber Beispiel jetzt einfach. guck mal, beispielsweise hier auf dieser Dunja darfst du ja nicht klauen oder darfst du kein Schwein essen. Hat ja seine Funktion, ist ungesund, ist nicht gut und schadest damit anderen. Würdest du sagen, das Ja. wäre okay, wenn Sachen, die hier explizit für einen Grund verboten sind, sie im Paradies erlaubt wären? Ganz ehrlich, Bruder. An sich schon, ja doch, weil, wie gesagt, wenn man ins Paradies kommt, dann hast du es dir ja natürlich verdient. So, Gott macht ja nicht irgendwelche Menschen einfach ins Paradies. Du hast es ja auf jeden Fall verdient damit. Du musst ja für deinen Tod sehr gut gelebt haben, dass du dir sowas verdienen darfst. Und da würde ich auch sagen, dass du im Paradies dann auch zum Beispiel jetzt Alkohol trinken darfst oder sowas, ne? Für Ach dich jetzt so. eigentlich. Deswegen. Okay. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mal eine Frage an dich. Darfst du im
Paradies Leute ermorden, TikTok sportlich. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann gar nicht Leute im Paradies töten. Aber würde es gehen? Würde es gehen? Nee, natürlich dann nicht. Nee. Ja, wieso denn? Es ist ja nicht hier auf dieser Dunja erlaubt. Aber die Sachen, die hier nicht erlaubt sind, die sind auch im Paradies erlaubt. Aber ich glaube nicht, dass man, also ich glaube, wenn man Paradies hört, denkt man jetzt, das ist diese Welt hier, aber nur, dass du alles machen darfst. Ich glaube, da gibt es auch schon seine Regeln. Ich bin mir jetzt auch nicht komplett sicher, aber ich glaube, da kannst du keine Menschen töten oder irgendwelchen Leuten was kannst du auch machen. nicht, kannst du auch nicht. Aber guck mal, ich meine ja nur Sachen, die hier auf dieser Dunja verboten sind, die schlecht sind. Wieso sollten sie im Paradies erlaubt sein? Wo ist der Sinn dahinter? Ja, also es gibt ja auch Sachen, die sind, es gibt ja von Haram, ist ja ein Wort, aber es gibt ja auch mehrere Sachen, die viel schlimmer sind als zum Beispiel Zina. Ist das einer der schlimmsten Sachen, die Haram sind. Alkohol trinken ist Haram, aber nicht so schlimm wie Zina, ne? Sehr gut, du hast jetzt einen Punkt gebracht, Bruder. Denkst du, Zina ist im Paradies erlaubt? Ja, Zina ist erlaubt im Paradies, ja, das weiß ich. Zina im Paradies ist erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Du darfst mit Frauen schlafen. Bruder, ich bitte dich. Glaubst du wirklich daran, dass du im Paradies mit Frauen schläfst? Das darfst du. Also du darfst... Habibi, wirklich, ganz normale Frage an dich. Glaubst du wirklich, Bruder, im Paradies neben Allah knallst du Frauen weg? Ich bitte dich. TikTok-Sport. Nein, aber ich habe schon ganz oft gehört, du darfst... Ja? Nein, Bruder, das ist so. Du darfst... in Paradies mehrere Frauen heiraten, also du darfst sowieso vier Frauen heiraten, aber du darfst da ja auch Geschlechtsverkehr führen, das weiß ich. Aber Bruder, glaubst du wirklich, ich bitte dich, glaubst du wirklich, Bruder, dass du neben Gott Frauen wegknallst, Bruder, im Paradies? Aber so wurde mir das gesagt, ja, was denkst du denn, also was ist denn die Wahrheit? Darf man das nicht, oder was? Laut Christo? Nicht darf man es nicht, man kann es gar nicht mal. Weil wir sind wie die Engel, unser Wille entspricht dem nicht beim mal. Islam jetzt, nicht beim Christentum. Achso, im Islam, du hast recht, ja, ihr dürft das machen, aber ich frage dich, ist das normal? Hältst du das für normal? So, nein, ich habe ja nicht gesagt, dass es normal ist, aber man darf es. Aber Bruder, sei mal ehrlich, macht das Sinn? An sich ja nicht, nee, aber... Wie kann das keinen Sinn machen, wenn es dein Gott sagt, Bruder? Ja, guck mal, das Ding ist... Mhm. Alles, was in der Bibel steht, findest du, dass es alles gerechtfertigt ist? Genau, ja. Ja. Alles, 100%. Ja. Alles. Mit Herz. Ich nehme jedes Wort an, jedes einzelne. Du kannst mir jeden Bibelvers bringen, ich werde diesen verteidigen, wenn ich kann. Bist du Dings? Bist du Schwein eigentlich? Ja. Levitikus, oder? Also ich habe oft gehört, dass Schwein nicht erlaubt ist. Sehr, sehr oft. Habe ich auch oft gelesen. Ganz einfach, das steht in Levitikus. Levitikus wurde den Juden gegeben, nicht mir. Ich bin kein Jude. Ich habe mit Levitikus per se in dem Sinn, dass der Bund mit mir ist, nichts zu tun. Levitikus war der Bund mit Mose, nicht der Bund mit dem Heiden. Wir waren damals Heiden zu diesem Zeitpunkt und damals wurde der Bund geschlossen mit den Juden und nicht mit uns. Bedeutet, dieser Vers geht nicht mal an mich. Aber das stand in der Bibel, als ich das gelesen hatte. Ja, das steht auch in der Bibel, aber dieser Vers, der geht nicht an mich. Das ist kein Befehl an mich. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn im Koran ein Tötungsbefehl ist, beispielsweise, keine Ahnung, Sure 47, wurde ja abrogiert. Eine bestimmte Situation von Mohammed, wie er angegriffen wird, und dann kontert er und er verteidigt sich. Dann gilt es ja auch nicht für dich. Genauso gilt dieser Vers nicht für mich. Achso. Aber, ich hoffe, du weißt auch, dass Schwein natürlich nicht gesund ist, ne? Also wenn man auch, Wissenschaftler haben auch schon geforscht, dass Schwein nicht gesund ist, dann tust du ja auch was Schlimmes für deinen Körper. Also es ist bei uns Haram und es ist eigentlich bei den Christen auch so sein, weil Gott will ja, euer Gott will ja natürlich auch nicht, dass ihr euch schadet. Und guck mal, so es geht ja, okay. Es geht ja um die Masse, Bruder. Guck mal, es geht ja um die Masse, Bruder. Isst du mal ein bisschen Schwein, wenn du... Warte, Bruder, isst du mal ein bisschen Schwein, wenn du, nach einem Sport oder so, wenn du dich nicht die ganze Zeit vollstopfst, dann gibt es damit sicherlich gesundheitlich gar kein Problem. Weil die Masse macht es auch, sagen wir. Ist ja ganz normal, wenn du einmal Schwein isst, dann passiert dir gar nichts. Aber ich finde, das ist auch gerade kein relevantes Thema. Wir waren ja bei dem Sinner im Paradies, Bruder. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Würdest du in der Moschee Geschlechtsverkehr haben? Ganz ehrliche Frage. Nein, natürlich nicht. Aber wieso nicht?
Weil das ein Ort zum Beten ist. Du darfst da nicht mal dreckig sein. Wenn du furzt und in die Moschee gehst, ist das schon haram. Wieso sollte man da dann Geschlechtsverkehr haben? Und wieso darfst du es im Paradies? Wenn dort auch nochmal alles viel reiner ist als in der Moschee? Guck mal, das Ding ist, ich bin kein richtig praktizierter Moslem. Ich weiß nicht so viel über meine Religion. Aber würde ich jetzt einen reinholen, der würde safe eine Antwort dafür finden. Ich kann nicht so viel darauf antworten, leider. Ich hatte ja auch nur ein paar Fragen so. Ich habe ein paar Kollegen, die sind sehr praktiziert, die wissen sehr viel über den Islam. Würde ich den jetzt hier reinholen, der würde bestimmt eine Antwort finden. Also da könnte ich schwören. Aber gerne, alles gut. Jeder kann hier hochkommen, wirklich. Ja, also genau, jeder kann es auch nicht antworten. Ich sag meine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung, so, also Sex in der Moschee macht einfach keinen Sinn. So, das macht keinen Sinn. Genau. So, also würde ich auf jeden Fall niemals erlauben. Aber wieso, Bruder? Weil das ein heiliger Ort ist, mäßig. Dort betet ihr, richtig? Natürlich, ja. Aber im Paradies, da ist es doch noch ein heiligerer Ort, Bruder. Wieso dort? Ganz, ganz subjektiv, Bruder. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Macht doch keinen Sinn, oder? Wenn du ehrlich bist. Ja, auf jeden Fall. Alles gut. Ich möchte nur, dass du darüber nachdenkst. Ich gebe dir einen Vers. Die Sura heißt Sura 78. Es geht nicht um Lockout, Leute. Ihr müsst es nicht reinschreiben. Der ist wirklich sehr, sehr respektvoll. Sura 78, Vers 33. Ich lese ab 31, okay? Ich lese vor, Bruder. Du musst nicht raus aus der App gehen. Ich habe hier wirklich eine Koran-Übersetzung. Ich lese vor. Genau, ich lese vor. Siehe, für die Gottesfürchtigen ist ein seliger Ort. Gartengehege und Weinberge. Jetzt kommt's. Jungfrauen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen. Bruder Habibi, denkst du wirklich, im Paradies kriegst du Jungfrauen mit schwellenden Brüsten und das kommt vor Gott? Bruder, du musst selber lachen. Du musst selber lachen, Bruder. Ich habe gerade einen Kollegen, der neben mir ist, jetzt auch Aramäer. Wir reden auch sehr viel über dieses Thema, deswegen. Der hat auch ein bisschen gelacht. Habibi, sei mal ehrlich, da musst du lachen, oder? Ja, ich lese nochmal: Jungfrauen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen. Habibi. Wieso schwellende Brüste? Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, der war weg. Ja. Kann man nicht beantworten? Kann man nicht beantworten. Alles gut. Ich weiß nicht, jeder Muslim kann sogar gerne hochkommen und das vielleicht erklären für den Bruder. Wenn er Muslim ist, der kann gerne wirklich eine Anfrage stellen. Und ich möchte halt diese Frage, ist mir egal, jeder kann sie beantworten, aber für mich, egal wer sie beantworten kann, es macht keinen Sinn, dass die Jungfrau im Paradies bekommst, weil das steht so in dem Vers drin. Ja, vielleicht, wie lange machst du eigentlich sowas schon? Also so mit Leute hochholen und die darüber reden und so? 5 Monate vielleicht, ja. Okay, und gab's da jemanden, du hast ja bestimmt nicht nur mir diese Frage gestellt, oder? Ja, es gab natürlich Erklärungen, gewissermaßen, aber die kann ich so nicht akzeptieren, weil die Erklärungen waren immer, ja, das ist kein richtiger Sinner, weil diese Frauen sind irgendwie geheiligt, zwar holt ihr Allah aus der Hölle und so weiter und so fort, aber irgendwie, das sind keine richtigen Frauen, das sind Altersgenossinnen und wir dürfen dort Spaß haben, unsere Gelüste, das waren so die Antworten. Ich kenne sie schon, aber es macht keinen Sinn, dass du bei Gott Frauen knallst, Bruder. Mit schwellenden Brüsten, TikTok-sportlich. Das macht keinen Sinn. Daran kann ich nicht glauben, Bruder. Und kann ich auch dich noch einmal was fragen? Gerne. Ich habe gehört, bei euch ist Sex vor der Ehe nicht erlaubt, oder? Ist nicht erlaubt. Ach so, krass. Okay, das ist mir neu jetzt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es erlaubt. Nein, ist es nicht, tatsächlich. Ah, oha, ja, okay. Denkst du aber... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, ohne alle auf einen Topf zu legen, aber ich glaube... Ich habe das zum ersten Mal gehört, ne? Ohne Scheiß. Also jeden Christen, den ich frage, der sagt, Sex vor der Ehe, was labert ihr und so. Aber die wissen gar nicht, glaube ich, selber, dass das nicht erlaubt ist. Genau, das ist ein eigener Knockout. Wusste ich damals auch nicht. Aber das steht ganz klar in der Bibel und das sagt jede Kirche. Das sagt die katholische Kirche, die evangelische, die orthodoxe, sowohl die orientalorthodoxe als auch die byzantinische orthodoxe. Alle haben Konsens darüber, dass das nicht erlaubt ist. Alle. Klare Sünde. Es ist Unzucht.
Ehrlich, das wusste ich gar nicht. Also das ist mir auch jetzt neu, gut. Weil ich höre so viele Leute, die sagen zu Moslems, zu mir, wie kann man sowas machen? Lebe dein Leben und so. Ist ja auch nichts Schlimmes, es gefährdet dich ja auch nicht, aber die, ja, es dürfen es ja selber nicht, ist ja das Lustige jetzt gerade. Genau, das ist sehr, sehr schade. Viele Christen kennen ihre eigene Schrift nicht. Das stimmt. Ja. Ja. Aber Bruder, wirklich? Ne? Danke, dass du da warst, ne? Ja, wenn du Fragen hast zum Christentum, du kannst mir gerne schreiben. Siehst du einen Vers oder so, schreib mir einfach auf TikTok, ich müsste deine Nachricht sehen. Ja, alles gut. Ich guck mal öfters mal vorbei jetzt. Bis dann, ne? Ja. Ciao, Heide. Schönen Tag noch. Ciao. Hau rein. So. Wenn Muslime eine Anfrage stellen möchten, dann können sie das gerne tun. Ich sehe hier gerade, glaube ich, nur Christen. Und ich würde gerne mit Andersgläubigen reden. Nimm's mir wirklich nicht böse. Nimmst du mir wirklich nicht böse? Es gibt Leute, ja, an die Leute, die das im Chat schreiben, es gibt gewisse Leute, die habe ich blockiert. Wieso? Es macht keinen Sinn, mit denen zu reden. Das sind Kinder. Das sind Kinder. Ich habe Angst vor niemandem. Ich bin hochgegangen bei 600, 700 Leuten, bei gewissen Streamern. Sieht man auch auf meinen Videos, dass ich da hochgegangen bin. Der könnte dort jeden hochholen. Und ich habe keine Angst vor niemandem. Ich habe keine Angst vor niemandem. Aber das liegt einfach daran, dass es keinen Sinn macht, mit diesen Leuten zu reden, da diese Kinder sind. Ich tue das ganz einfach, um Leute vom Christentum zu überzeugen. Sie haben die Botschaft gehört, sie haben sie bewusst verworfen. Gott möge sie recht leiten, Gott möge sie segnen. Aber ich kann da nicht mehr viel machen. Der Sinn dahinter fehlt. Genau, Muslime können sehr, sehr gerne Anfragen schicken. Wir können immer einen respektvollen Dialog führen. Ihr habt das vorhin gesehen, der Muslim, der war sehr, sehr respektvoll. Ich habe ihn nicht beleidigt, er hat mich nicht beleidigt, wir können ganz normal reden. Bloß, es kann mir irgendwie keiner erklären, wieso man im Paradies bei Gott Jungfrau mit schwellenden Brüsten bekommt. Und was man mit denen anstellen wird, das ist ja auch ziemlich offensichtlich. Das ist ja eine ganz einfache Frage. Das ist eine ganz, ganz einfache Frage, die ist ganz simpel gestellt. Die ist ganz, ganz simpel gestellt und das möchte ich mal erklärt bekommen, weil Christus sagt selber, dass wir keine Frauen im Paradies haben werden. Und kommt mir nicht das mit hundertfach. Kommt mir nicht das mit hundertfach. Ihr werdet das hundertfach zurückbekommen. Sura 78, Vers 33. Sura 78, Vers 33. Und bei den Hadithen, da steht es nochmal schlimmer drin. Bloß ich komme einfach mit dem Koran, da kann niemand was sagen, weil das steht im Koran. In deren Buch. Also da gibt es kein Daif oder so, sondern direkt mit der Hauptquelle des Islams. Da gibt es auch keine Diskussion. Kann niemand leugnen. Leute, macht die 40.000 Likes voll. Macht die 40.000 Likes voll. Muslime können sehr, sehr gerne eine Anfrage schicken. Aber wenn nicht, ist das auch gar kein Problem. Weil wir Christen, Leute, merkt euch, die Wahrheit, die spricht für sich. Und die Lüge, sie spricht über die Wahrheit. Christus predigt er von anderen Religionen, sagt er, die glauben so, die glauben so. Nein, er redet von sich. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Tu das, tu dies, halte die Gebote. Paulus spricht von den Geboten. Er spricht davon, wie sich Christen halten sollen. Wir sprechen für uns alleine, wir brauchen niemand anderen, der uns bestätigt. Uns reicht die Bibel. Wir haben die Bibel und das reicht uns Christen. Problematik dahinter ist, deren Buch spricht über uns. Wie gesagt, die Lüge spricht über die Wahrheit. In Sura 98, Vers 6 werden wir als die schlimmsten Geschöpfe betitelt. In Sura 4, Vers 157 wird gesagt, dass Jesus Christus, der Messias, weder getötet noch gekreuzigt wurde. Es erschien ihm nur so. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Die Lüge spricht über die Wahrheit. Und sie lügt über die Wahrheit, weil sie eine Lüge ist. Wir haben historische Quellen, die die Kreuzigung bezeugen. Jeder der Aposteln, sowohl schriftliche als auch mündliche Überlieferungen, bestätigen die Kreuzigung von Jesus Christus. Wir haben Historiker, sie bestätigen die Kreuzigung. Wir haben Bart Ehrman, er ist vielleicht sogar ein Christenhasser, greift jeden Tag die Bibel an. Was tut er? Er greift jeden Tag die Bibel an. Muslime lieben ihn. Was tut er? Er bestätigt sogar die Kreuzigung. Obwohl er eigentlich Christenhasser ist. Er bestätigt die Kreuzigung. So krass darfst du die Kreuzigung nicht verleugnen. Du kannst sie nicht verleugnen. Und das ist die heilsrelevante Botschaft. Es wird sehr, sehr oft von Muslimen argumentiert. Mohammed muss doch ein Prophet gewesen sein. Er bekennt, dass Jesus ein Prophet ist. Er bekennt, dass Jesus der Messias ist. Er bekennt, dass Maria eine Jungfrau ist. Er bekennt die ganzen Propheten davor und so weiter und so fort. Okay, aber wieso bekennt er nicht die Kreuzigung?
Wieso bekennt er denn nicht die Kreuzigung? Das sind die heilsrelevanten Punkte. Natürlich, wenn so viele Leute daran glauben und das die Weltreligion ist, natürlich muss er ein paar Sachen übernehmen, damit die Leute auch zu seinem Glauben kommen. Sonst kommt ja keiner zu seinem Glauben. Man muss ja daran glauben, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Steht im Alten Testament, überall in den Überlieferungen. Wenn er das ablehnt, keiner glaubt ihm. Das bedeutet, er übernimmt möglichst viele Sachen und lehnt die heilsrelevanten Punkte ab. Was denn? Christus wurde nicht gekreuzigt, Christus ist nicht der Sohn Gottes, keiner ist der Sohn Gottes, Christus ist nicht Gott, es gibt die Trinität nicht, der Heilige Geist ist keine eigenständige Person und so weiter und so fort. Das ist der Wahnsinn. Es ist egal, wer über mich lästert. Die Wahrheit spricht für sich. Hallo, mein Lieber. Hallo, Hallo. was lese ich hier? Wenn du willst, kannst du vorlesen. Na, ich kann nicht lesen. Du kannst dich lesen? Ja, eigentlich schon. Ja, da bist du wieder ein Prophet. Höh. Ja, der konnte doch auch nicht lesen. Cap. Der konnte lesen? Ja. Sicher? Ja, ist sicher. Sicher, der konnte lesen. Sicher, sicher. Was war denn in der Höhle? Was ist da passiert? Ja, Bro, was für eine Höhle, Mann. In der Höhle ist Sira. Bist du ein Muslim? Ja, aber nicht so, also nicht so, weißt schon. Praktizierend, ah. Ja. Glaubst du fest an den Islam oder bist du einfach so ein Shisha-Muslim? Kannst ehrlich sein. Naja, also ich Shisha-Muslim? bin schon, aber ich tue jetzt nicht so beten oder so. Achso, so ein Shisha-Muslim also. Ja, keine Ahnung, ja. Achso. Hättest du denn Lust, einen Glauben, wenn der sich als wahrhaftig ausgibt, ihn anzunehmen? Oder bist du jemand, der einfach Religion als Spaß ansieht? Naja, denk eher Spaß Ach so, Spaß. Also glaubst du nicht wirklich an Gott oder wie ist das? so. Ja, eigentlich nicht, nee. Also du bist eigentlich so Muslim per Name, aber du bist eigentlich atheistmäßig. Schon, ja. Also man müsste dich überzeugen, dass es einen Gott gibt, richtig? Naja, ich glaube schon, dass es gibt, aber ich glaube halt jetzt nicht so. An den Also, Islam, ne? ja, generell. Ach so. Also glaubst du jetzt generell an einen Gott oder nicht? Also ich glaube schon, aber ich tue ihn jetzt nicht so verehren. Ach so, aber du weißt nicht, wer er ist oder weißt du, wer dein Gott ist? Naja, Allah. Ach so, Allah ist dein Gott und du weißt das, ne? Ja. Bist du fest überzeugt davon? Bist du fest überzeugt davon? Nein, er hat einen Anruf Von bekommen. Ich nehme was? dich wieder hoch. Alles gut, er hat einen Anruf bekommen. Ich nehme dich wieder hoch, Hero. Wo bist du denn? Schick gerne eine Anfrage. Sehr gut. Schick gerne eine Anfrage. Sehr gut. Entschuldigung, ich wurde angerufen. Ja, hallo, hörst du mich? Ja. Sehr gut, okay. Wo waren wir? Bist du denn fest überzeugt, dass Allah dein Gott ist? Na, eigentlich nicht. Eigentlich Also. nicht, aber du hast doch gerade gesagt, du bist Muslim. Baby, du Ja, musst dich doch schon, aber ich entscheiden. habe ja gesagt, dass ich nicht so dran, so streng so bin. Es geht mir ja nicht um streng, wie du es praktizierst, sondern woran glaubst du? Ja, Hältst du dich schon, an Allah ja fest oder weißt du dann. nicht, ob es einen Gott gibt? Denk schon, ja. Denkst du schon oder weißt du es? Du bist dir sehr, Ja, sehr ich unsicher. weiß, ich weiß. Achso, du weißt. Alles gut, Hero. Was hast du dich schon mal mit dem Christentum beschäftigt? In Schule halt, also in, ich gehe ja, ich bin ja nicht in Christenunterricht, sondern in Ethik und da machen wir das. Also wir reden da öfters. Ach so, okay. Was weißt du bisher über den Christentum so? Erzähl mal die Punkte auf. Was weißt du über den Christentum? Was hast du schon mal davon gehört so? Naja, es gibt einen Gott, Jesus ist Sohn von Gott. Ja, er wurde halt in Jerusalem geboren und so. Das ist nicht richtig, ja. Bethlehem, sorry. Korrekt. Bethlehem, sorry. Korrekt. Achso, er wird wieder angerufen. Alles gut, Hero. Ich lasse dich unten. Ich lasse dich unten. Das macht. Wenn du Fragen hast über das Christentum, kannst du sie mir gerne privat stellen. Ich habe gar kein Problem damit. Aber das macht so keinen Sinn, weil er weiß selber nicht mehr, woran er glaubt. Deswegen. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Hallo.
Ey, was? Ich habe eine Frage. Ja. Aber weißt schon eigentlich, dass Jesus eigentlich nicht Gott ist? Wo steht denn das? Bei uns im Islam? Was? Bei uns im Islam? Ja, das weiß ich bei euch im Islam, aber das ist ja keine Quelle für mich. Ja, aber schau, das muss ja generell für dich eigentlich klar sein. Wie kann Jesus Gott sein, Okay. Wie kann wenn Mohammed ein Prophet sein? ja, Mohammed ist ein Prophet. Aber nee, Propheten ich sind frage dich nicht, Menschen. ob Mohammed Aber ein warte, hör Prophet mir doch ist. mal zu. Lauren, Lauren, hallo. Propheten bei uns sind Menschen. Nein, nein, darum geht es mir nicht. Ich frage dich, wie kannst du daran glauben, nicht ob Mohammed ein Prophet ist, sondern wie kannst du daran glauben, dass Mohammed ein Prophet ist? Ja, weil ich es einfach glaube. Ja, aber wieso glaubst du daran? Ich kann auch sagen, ich glaube es einfach, weil Jesus Gott ist. Bitte begründe deine Aussage. Ich würde sie begründen, warte ich. Ja, weil ich meine, weil ich sag dir jetzt ehrlich, ich liebe meine Religion, ich liebe alle Propheten, die Tun ich habe Buddhisten und auch. ich weiß, dass Mohammed ein Prophet ist und Woher weißt du das? dass er auch diese guten Taten gemacht haben, die im Koran von uns stehen. Woher weißt du, dass er ein Prophet ist, meine Frage. Weil es der Koran so sagt. Alles, der Koran so sagt, also alles, was der Koran sagt, ist richtig, ne? Ja, und der hat Hadiths gemacht und die sind Okay, auch alles richtig gut. alle. Alles gut. Ist Taura und Injil richtig? Was? Taura und Injil. Tora und Evangelium. Tora und Evangelium. Was ist das nochmal? Also Alles Evangelium gut. ist. Danke, dass du da warst. Was ist nochmal Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wie geht's dir? Gut und dir? Warum redest du nicht so gut über den Islam? Warum redet der Islam nicht so gut über mich? Nein, das war Sura nicht meine 98, Frage. Vers 6, ich bin das schlimmste Geschöpf. Ich will keine Psalme von dir hören, ich will, dass du Das auf war meine Sura Frage 98, Vers antwortest. 6, es war kein Psalm. Ja, kannst du mir sagen, kannst du mir eine Frage antworten? Ich beantworte dir eine Frage mit einer Gegenfrage. Okay, sag. Okay, wie kann Allah sagen, ich bin das schlechteste Geschöpf? Du bist Christ. Ich bin doch selber Christ. Ich habe nur eine Frage Ich habe das gestellt. im Hintergrund gehört, ich lasse mich hier nicht verarschen. Danke, dass du da Ja, aber ich warst. bin. So. Nächster. Leute, like den Stream, sehr, sehr wichtig. Einfach tippen. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ich habe eine Frage. Mhm. Beziehungsweise zum Christentum. Hat aber auch mit dir zu tun. Okay. Aus welchem Land kommst du? Wie ist das jetzt relevant für das Christentum? Naja, weil manche Länder sind ja islamische Länder. Okay. Und du heißt ja, glaube ich, Abu, oder? Ja. Kommst du aus Syrien oder ein arabisches Land? Ist Abu islamisch oder arabisch? Weiß ich ja nicht, deswegen frage ich ja. Okay, sehr gut. Dann stell mir bitte Fragen über das Christentum und keine persönlichen Fragen. Bitteschön. Ich wollte ja fragen, warum du zum Christentum konvertiert bist. Wo steht, dass ich konvertiert bin? Oder nicht konvertiert, sondern zum Christentum gegangen bist. Warum ich mich für das Christentum entschieden habe? Ganz einfach. Soll ich dir sagen, wieso ich den Islam ausgeschlossen habe oder wieso ich den Christentum angenommen habe? Den Spezifisch. Islam ausgeschlossen habe, das würde mich auch interessieren. Okay. Also mehr interessieren. Kann ich direkt anfangen? Ich glaube nicht an Jungfrau mit schwellende Brust im Paradies, Sura 78, Vers 33. Ich glaube nicht an Gott mit Gliedmaßen in seinem Wesen, Sura 68, Vers 42. Sunan an-Nasai, zwei rechte Hände. Sahih al-Bukhari, wortwörtlich Schienbein, beispielsweise. Ich glaube an die Bibel. Wieso glaube ich an die Bibel? Ich glaube nicht, dass Gott sein Wort verfälscht. Ich glaube an die Botschaft von Anfang bis Ende, die von dem Messias spricht. Der Messias, die Bibel ist ein roter Leitfaden. Sie zeigt auf eine Person hin. Dieser ist der Messias. Der Messias kommt. Wieso kommt er? Damit er die Leute rettet und richtet. Der Messias kommt, um zu retten und zu richten. Davon spricht das ganze Alte Testament, die Schrift der Juden, worauf sich die abrahamitischen Religionen berufen müssen, da dort die Stammbäume der Propheten und die Geschichten der Propheten vorhanden sind. Und wenn wir auf diese Schrift aufbauen und diese Schrift mit dem Neuen Testament und Jesus Christus verbinden, finden wir eine perfekte Ergänzung beiderseits und kein Widerspruch, kein Fehler in der Bibel. Eine perfekte Botschaft von Anfang bis Ende, rein und ohne Tadel. Jesus Christus predigt von Frieden, kein Tötungsbefehl im Neuen Testament und
Christus erfüllt alles aus dem Alten Testament und somit sind wir im Bund mit dem wahrhaftigen Gott und mit dem ewigen Leben. Er kam für uns, um für uns zu sterben. Jesus sagt, es gibt kein größeres, beziehungsweise kein größeres Liebeszeichen, als wenn ein Freund für seine Freunde stirbt. Also als wenn jemand für seine Freunde stirbt. Und was hat Christus getan? Er ist für die Menschheit gestorben. Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass er für uns stirbt. Ganz einfach. Deswegen glaube ich an das Christentum. Okay, gut, danke schön. Bitteschön. Gut. Achso, du möchtest raus? Alles gut. Ja, genau. Schönen Tag noch. So. Hallo? Ja, hallo. Also, ich habe eine Frage. Okay. Ich habe aber nicht so ein gutes Hochdeutsch. Also alles gut. Ich bin von der Schweiz. Also, du glaubst an dem Christentum. Meine Frage ist, an was glaubst du, wer ist verantwortlich für den Tod? Also, nachdem ein Mensch stirbt, also, ihr habt ja sozusagen drei Götter, oder? Wir haben drei Götter, wo steht denn das? Also, ihr habt einen Gott, aber in drei verschiedenen, so. Drei verschiedene Personen, genau, drei verschiedene Postasen. Aber wo steht drei Götter? Ja, ich hab das gemeint. Aber das ist ein sehr, sehr Riesenunterschied. Alles gut. Erzähl weiter. Ja, ich habe mich erklärt, ich weiß. Alles gut, erzähl weiter. Wer ist verantwortlich für den Tod? Was meinst du, wer ist verantwortlich dafür, wer in den Himmel kommt und in die Hölle? Ja, also wer entscheidet das? Gott. Wer? Gott. Es sind ja drei verschiedene Persönlichkeiten. Genau. Der Vater durch Jesus im Heiligen Geist, wenn du es ganz genau willst. Also Jesus hat auch was damit zu tun. Jesus ist der Richter, definitiv. Also hat Jesus sich selber umgebracht. Jesus hat sich selber umgebracht, wo steht denn das? Ja, er ist ja gestorben, oder? Ja, aber wo hat er sich selber umgebracht? Wo steht das? Gott, also Jesus ist ja Gott. Ja. Und Gott ist allmächtig, oder? Kannst korrekt. Du Gott ist allmächtig, allwissend, alles. Korrekt. Wie ist dann Gott gestorben? Gottes Wesen ist Geist. Ein Geist kann nicht getötet werden oder sonstiges. Deswegen nahm Gott fleischliche bzw. menschliche Natur an, hinzu. Und somit kann er sterben. Weil Gott nicht sterben kann, wurde er Mensch, um für uns zu sterben. Was gestorben ist, ist sein Fleisch am Kreuz. Also ist Jesus gestorben? Genau, Jesus dem Fleisch nach. Gibt es ihn aber noch? Genau, natürlich gibt es ihn. Ihn hat es nie aufgehört zu geben. Wann hat er das gesagt? Ihn hat es nie aufgehört zu geben. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 13. Ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Und wann hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? Wann hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? In Johannes 10. Und was ist dann? Aber das macht keinen Sinn, immer noch. Wo macht das keinen Sinn? Erklär mal. Also, Gott kann sich ja nicht aufteilen. Sagen wir auch nicht. Ja, macht ihr doch in drei verschiedene Persönlichkeiten. Sagen wir, die sind 33,3% Gott oder sagen wir, die sind vollkommen Gott? Ja, aber okay, sagen wir, die drei Persönlichkeiten, wer hat entschieden, wie die Welt entsteht? Oder Gott. Das Universum, haben sie das zusammen diskutiert oder so? Nein, nein, sie haben keinen anderen Willen. Der Vater, also der Wille geht vom Vater aus, weil der Vater die Urquelle ist. Und der Sohn, das Wort und der Geist haben genau den gleichen Willen, ohne irgendwelche Diskussion wie der Vater. Genau, ja. Der gleiche Wille. Also hat Gott Jesus geboren? Genau, Gott hat Jesus geboren aus der Ewigkeit, Gott der Vater. Also gezeugt, sagen wir mal so. Ich kann dir ein Beispiel geben, Omar, damit du es verstehst, okay? Ja. Ja. Omar, du beleidigst mich jetzt, nur als Beispiel, okay? Mhm. Kann ich sagen, dein Wort hat mich beleidigt? Ja. Kann ich sagen, dein Wort hat mich beleidigt und nicht du, Omar? Ja. Oder gehört dein Wort zu dir? Nein, das Wort gehört zu mir. Genau, das Wort gehört zu dir und ist nicht trennbar von dir. So ist es bei Gott. Gott hat sein Wort und dieses Wort hat er auf diese Erde geschickt. Und Gott hat sein Wort in Ewigkeit. Alles, was er geschaffen hat, hat er durch das Wort geschaffen. Bedeutet aber nicht, dass das Wort von Gott selbst entstanden ist, weil das Wort von Gott kommt. Das Wort Gottes kommt von Gott, deswegen kann es nicht geschaffen sein. Alles, was von Gott direkt gezeugt wird, in dem Sinne, dass es von ihm kommt, kann nicht geschaffen sein. Es geht von ihm aus. Ja, aber für mich macht es einfach keinen Sinn, weil, also, wie betet ihr Christen? Wir beten verschieden, wir haben verschiedene Gebete. Es kommt nicht ganz drauf an, wie man betet, ob man jetzt in die Richtung betet, in die Richtung mit den Knien im Sitzen, sondern es kommt darauf an, dass man vom Herzen betet.
Also, Jesus hat sie anders gemacht. Was hat er denn gemacht? Er hat seine Stirn auf dem Boden gehabt. Mhm. Das tun Orthodoxe dazu. Beispielsweise auch. Mhm. Und seit 2000 Jahren. Ja, und wieso betet ihr nicht alle so? Ihr wollt doch alle wie Jesus. Hat Jesus gesagt, wir müssen so beten oder wir sollen so beten, beziehungsweise wir können es? Und das mit dem Angesicht war auch kein direkter Befehl von ihm. Also, Jesus ist ja euer Gott, euer Vorbild. Genau. Ja, dann solltet ihr es genau wie ihn machen. Wir sagen ja nicht, dass es falsch ist, aber er hat nie gesagt, dass es falsch ist, wenn wir im Sitz beten, beispielsweise. Ja, aber ihr macht es doch wie Jesus, ihr seid doch Jesus. Tun ja auch manche, tun ja auch viele. Ist doch gar kein Problem. Christus hat uns ja befohlen, dass wir ihn mit ganzer Seele lieben. Wenn wir das tun, wenn wir im Stehen beten, anstatt dass wir uns hinknien, ist doch gar kein Problem damit. Ja, aber also für mich, ich verstehe immer noch nicht, was du gegen den Islam hast. Also nicht gegen, aber wovor du nicht zustimmen kannst. Weil vielleicht kann ich da mehr reden. Okay, sehr, sehr gut. Ich möchte eine Sache erklärt bekommen, ne? Du kennst ja Musa, ne? Musa a.s. Ja. Glaubst du daran, dass Taura und Injil verfälscht worden ist? Nein. Nein? Also Taura und Injil wurde nicht verfälscht. Also ich verstehe die Frage nicht. Wurde Taura und Injil verfälscht? Kannst du mir mehr Kontext dazu geben? Du kennst ja Taura und Injil, ne? Nein. Also, kennst du nicht? Also ich kenne die Geschichte von Musa, aber diese Namen... Torah und Evangelium steht in der deutschen Koranübersetzung. Ja, ich kenne das, also ich kenne nur die Geschichte, aber... Alles gut, dann kennst du dich nicht so gut aus, dann stelle ich dir eine andere Frage, okay? Okay, okay. Kannst du mir eine Sache erklären? Ja. In Sure 78, Vers 33 bis 31, ich lese dir mal was vor und du sagst mir, was du davon hältst, okay? Ich stelle dir mal eine Frage davor. Okay. Denkst du daran, dass du in der Moschee Geschlechtsverkehr haben darfst? Nein. Wieso nicht? Weil das ist ein Haus, da bist du vor Gott. Und wieso sollst du... Genau, bei Gott Geschlechtsverkehr macht ja gar keinen Sinn, ne? Ja. Bist du im Paradies bei Gott? Nein, also ich weiß nicht. Also, du bist doch im Paradies in Gottes Anwesenheit mäßig. Also man ist erst im Paradies, wenn man im Paradies ist. Ich meine, wenn du im Paradies bist, bist du ja bei Gott in der Nähe, richtig? Ja. Genau, dann lese ich dir mal was vor, okay? Also im Paradies, Geschlechtsverkehr macht ja keinen Sinn, weil in der Moschee macht es ja schon keinen Sinn. Doch. Also im Paradies macht Sinn. Im Paradies darf man ja machen, was man will, weil man das ganze Leben Ach so. Dafür... Aber okay, wieso darf man im Paradies Geschlechtsverkehr haben und in der Moschee nicht? Das ist jetzt etwas komplett so... Das macht gar keinen Sinn. Du kommst auf keinen Punkt damit, weil... So, was auf der Erde geschieht, das hat etwas anderes damit zu tun, was im Paradies geschieht. Okay, wieso machst du das? Aber beispielsweise, du hast eine Frau, ne? Ist ja kein Sinner, wenn du es mit ihr treibst. Ist es okay, wenn du es mit ihr in der Moschee machst? Nein. Wieso nicht? Wo ist das Problem? Es okay, wenn man in der Kirche... Nein, wir haben auch keinen Geschlechtsverkehr im Himmel. So, jetzt ist meine Frage an dich. Ist es okay, wenn du es in der Moschee machst mit ihr? Nein. Wieso nicht? Weil du in Gottes Anwesen bist. Ach so, bist du im Paradies nicht in Gottes Anwesenheit? Ja, aber das ist ja deine Belohnung, du hast dein ganzes Leben dafür gearbeitet, im Paradies zu sein. Und im Paradies darfst du machen, was du willst. Sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, die Sachen, die hier auf der Erde haram sind, sind im Paradies halal. Das weiß ich nicht. Das muss ich sagen, das weiß ich nicht. Ich kann es kurz schauen, wenn es okay ist. Okay, alles gut. Genau. Leute, liked den Stream, sehr, sehr wichtig. 235 Zuschauer. Liked den Stream, sehr, sehr wichtig. Liked und teilt den Stream, verbreitet den Stream. Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Omar, guckst du gerade nach? Nein, ich schau kurz. Alles gut. Nimm hoch, Belgrad, trau dich. Bullus, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich glaube auch, dass du ein Christ bist und ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Ich rede ja gerade mit Muslimen, oder? Ist ja unschwer zu erkennen. Ich finde das bloß sehr, sehr interessant. Die Sachen, die hier und diesseits, sind sie haram, sind im Paradies halal. Macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Du beantwortest dich. Okay, sehr gut. So. Hallo, hörst du mich? Salamu alaikum, ja, ich höre dich. Wa alaikum salam. Erstmal, Bruder, du musst den Islam von seinen Büchern nehmen und nicht von die Leute, bitte, weil... Es gibt viele Brüder, die nicht wissen sind und mit die kannst du nichts von denen nehmen. Das ist das Erste, Bruder. Aber das steht ja im Koran.
Wenn du irgendwas den Islam oder irgendeine Religion, andere Religion, dann nimm das bitte von ihren Büchern, nicht von ihnen. Ja, mach ich ja. Soll ich dir vorlesen? Weil das, was der Bruder hier gesagt hat, das meinst du, kann nicht stimmen. Und der hat gar keine Ahnung, richtig. Was davon stimmt nicht? Was davon stimmt nicht? Sag mal. Bruder, erstmal, er hat keine Wissen im Injil und Tora. Das sind auch. Ja, okay, aber da hat er gesagt, er hat kein Wissen. Warte ganz kurz, er hat ja gesagt, er hat kein Wissen und wir haben weitergemacht. Dann kamen wir da mit den. Aber du fragst ihn Sachen, was er sagt, nimmst du das als Islam? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur seine subjektive Meinung diesbezüglich haben. Jetzt frage ich denn dich: Darfst du in der Moschee Geschlechtsverkehr haben? Nein, Bruder, das ist Allah. Wieso nicht? Allahs Haus, Bruder. Okay, ist der Himmel Allahs Haus? Was heißt Himmel, Bruder? Himmel ist Belohnung. Paradies, genau. Ist dort Allahs Haus? Das ist Belohnung, kein Allahs Haus. Nein. Kein Allahs Haus. Ist Belohnung für uns Muslime. Okay. Bist du im Himmel bei Allahs Gegenwart? Allah, nein, wir sind nicht bei Allah. Wir sind im Paradies, sein Paradies, aber nicht bei denen. Achso, im Paradies bist du nicht bei Allah. Über dem Paradies. Achso, Allah. Über dem Paradies. Okay, sehr gut. Allah ist also nicht im Paradies, sondern in der Moschee. Wie in der Moschee? Du hast ja gerade gesagt, du darfst nicht in der Moschee Allah haben, weil Allah, dort Gottes guck, Haus ist. Du musst wissen, die Muslime, die sagen, Allah ist in der Moschee oder was weiß ich, das stimmt nicht. Allah ist im Himmel. Allah ist nicht bei uns, er sieht uns. Das musst du verstehen, Bruder. Wieso darfst du im Paradies Geschlechtsverkehr haben und in der Moschee nicht? Okay, warum darfst du auf dieser Welt Geschlechtsverkehr haben? Überhaupt wieso darf ich auf dieser Welt Geschlechtsverkehr haben? Sehr gut. Tayyip, ich mach das. Ich antworte. Alles gut, ich antworte, okay? Auf dieser Welt hast du Geschlechtsverkehr, damit du dich vermehrst, damit du Kinder zeugst. Wieso hast du im Paradies Geschlechtsverkehr? Das machst du dort Kinder? Als Belohnung. Machst du dort Kinder? Hör zu. Wir Menschen, wir sind gemacht, wir haben so Zehen auf den anderen Fächer. Wir haben diese Gefühle. Ja. Als Belohnung, es gibt Ur-Ein. Ur-Ein, das wissen die Muslime, glaube ich. Was ist das? Nee, erklär das mal vor 230 Leuten. Erklär mal, was Ur-Ein sind. Ganz langsam. Ur-Ein, das sind, Bruder, die Männer bekommen halt, das sind immer schöne Frauen. Mhm. Paradies als Belohnung für die Männer. Ganz langsam, erklär nochmal. Ja, warte, Bruder, ich hol die Erklärung vor mir. Genau. Aber ganz langsam und sachlich, damit das alle verstehen, auch akustisch. Ur-Ein ist so eine Belohnung für die Männer, dass sie Allah Azza wa Jal gefolgt haben. Ist halt so sehr schöne Frauen, das sind so Frauen, verstehst du? Mashallah. Dann frage ich dich, was ist der Unterschied zwischen deinem Paradies und dem Puff? Bruder. Ich frage dich, was ist der Unterschied? Ganz sachlich. Der Unterschied ist Puff. Ja? Bruder, was fragst du da überhaupt? Wo ist der Unterschied? Bruder, was ist das für ein Fragen, Bruder? Wo ist der Unterschied? Diese Fragen sind zu allgemein. Nein, was habe ich gesagt? Über jeden Religion, Bruder. Was habe ich gesagt? Was ist der Unterschied zwischen Paradies und Puff, Bruder? Genau, jetzt sagt mir, was ist der Unterschied bei euch, wenn ihr im Himmel eure Hurain labt, was du ja gerade erklärt hast, und Jungfrau mit schwellenden Brüsten. Wo ist der Unterschied zwischen Paradies und Puff? Bruder, Puff, du musst wissen, das ist ohne heiraten. Erstmal Puff, Bruder. Die machen da Geschlechtsverkehr. Im Himmel bist du verheiratet? Zu machen, ohne vier Zeugen. Bist du im Himmel verheiratet? Ohne einen Imam zu haben. Im Himmel, hast du im Himmel einen Imam? Belohnung, wie Allah es gefällt. Puff ist ein Platz, wo alles, was da gemacht hat, gegen Allahs, was Allah uns befohlen hat. Aber im Paradies ist das, Allah hat uns das als Belohnung gegeben. Okay, wieso ist das im Puff schlecht und im Paradies gut? Bruder, und Puff, die machen das ohne heiraten. Ohne einen Imam. Bist du im Paradies verheiratet? Alles gut, chill mal. Bist du im Paradies verheiratet? Ja, genau wie hier in Welt. Genau du bist im Paradies Welt, verheiratet. Halal heiratet, ist man da auch im Paradies. Du heiratest dort, du hast dort Hochzeit, ne? Mit Hodja, mashallah. Man macht eigentlich Hochzeit, sind ganz schön. Aber du bist doch verheiratet. Man macht Nikah. Bitte? Also Nikah. Du bist also im Paradies verheiratet mit jeder Hurainain, richtig? Richtig? Ja, bist du, ne? Okay. Halal heiratet und das ist ein Belohnung für uns Männer. Wie viele Hurainain kriegst du? Wie viele Hurainain kriegst du? Ja, wie viele kriegst du? Das weiß ich jetzt nicht. Frag einen Gelehrter, den muss nehmen. Den kannst du. Okay, sehr, sehr gut. Nicht? Also nehmen wir mal an 20. Du bist dann also mit 20 Frauen verheiratet und knallst sie nebenan. Das kannst du es wissen. Nehmen wir es doch mal an. 20. Wie 20? Ich habe dir jetzt eine pauschale Zahl gegeben. Steht in der Hadith sogar 72. Da habe ich keine Ahnung. Bei wie viel? Hurainain bekommen wir auf jeden Fall. Aber wie viel? Alles gut. Keine Ahnung. Du musst nehmen wir an, Habibi, nehmen wir an 4, okay? Du hast 4 Frauen, mit denen du verheiratet bist, oder 4 Wesen, mit denen du verheiratet bist, im Paradies. Du bist in Allahs schönster Schöpfung, ist ja das Paradies. Du bist im Paradies natürlich. Und du knallst sie weg. Dann gibt es hier ein
auf dieser Erde, der ist im Aber Buch. Erstmal. Oh, warte, ey, bitte lass mich doch ausreden. Eine Antwort dafür, bleib doch respektvoll. Bleib doch bitte respektvoll. Bro, warte, ein ganz kleiner. Kannst du bitte respektvoll bleiben? Du unterbrichst mich Erklärung doch gerade. Dazwischen, weil deine ganze Erklärung geht ja darüber. Eine kleine Erklärung dazwischen, Bruder. Erstmal, Bruder, wir wissen, das Paradies ist komplett anders als jede Welt. Wir wissen nicht, wie Geschlechtsverkehr oder was weiß ich da ist, Bruder. Wir wissen das nicht, Bruder. Wir können nicht wissen, ob da Geschlechtsverkehr gibt oder nicht oder was weiß ich, Bruder. Weil das hat Allah uns nicht gesagt. Wir kommen auch rein als Belohnung für uns Männer. Aber was Maschallah. Alles da betrieben wird, wir haben da keine Ahnung. Maschallah. Okay, sehr gut. Dann komme ich nochmal zu meiner Frage zurück. Das wurde nicht erwähnt. Weil okay, du alles die gut. Ganze Zeit Geschlechtsverkehr. Wird nicht erwähnt, was machst du mit denen? Spielst du mit den Tennis? Oder wie spielst du mit den Tennis? Das weiß ja, ich weiß nicht, was machst du mit denen? Das ist vergleichbar mit hier, das ist nicht vergleichbar, Bruder. Was machst du denn dort? Bruder, belohnt, Bruder. Ja, was Bruder, machst du? Was machst du? Willst, Bruder. Was? Du kannst, was du willst, als Belohnung, Bruder. Das was ist machst du? Der Welt, Bruder. Spielst du mit dem Badminton oder was? Jeder macht das, was er will, hä? Wallah, Bruder. Wallah. Okay, was machst du mit den Hurenen im Paradies? Kannst du mein Bildschirm groß machen? Okay, da gerne. Du die ganze Zeit so redest. Jetzt komme ich mit meinen Beweisen. Okay. Okay. So, das erste Beweis. Warte. Ich bin jetzt gespannt. Was sagst du das? Okay. Wie Jesus mit seiner Mutter redet, das ist das Erste. Ich habe okay, noch viele Beweise. Alles gut, wenn er zu ihr sagt, okay, alles gut. Wenn damals in jüdischer bzw. jüdischer Tradition Jesus seine Mutter Weib nennt, was damals ganz normal war, wieso hast du ein Problem damit? Er dachte, aber es ist respektlos über seine Mutter. Es ist respektlos? Steht nicht im Koran Weib? Nein, niemals. Steht nicht im Koran? Niemals. Steht nicht im Koran? Bist du dir Nein, sicher? Nein, auf gar keinen Fall. Wie ich das auf Arabisch gelesen habe, nicht. Ich weiß, was die Übersetzungen gemacht haben. Dort steht nicht Weib. Menschenswörter, Bruder. Dort steht nicht Weib? Bist du dir sicher? Nein. Bist du dir sehr, sehr sicher? Nicht, Sir, das steht nicht Sir. Aber Weib ist so respektlos nicht. Und was hat Weib? Ich meine, wie der die respektlos behandelt, nicht diese Wort Weib. Es interessiert mich nicht, das Wort Sehr, sehr gut. Also es geht um die respektlose Behandlung. Was ist daran respektlos? Guck mal, was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Bruder, wer redet mit seiner Mutter so? Das ist erstmal die erste. Okay, ist Jesus nur ein Mensch laut christlicher Theologie? Jesus nur ein Mensch, natürlich. Ist kein Jesus Gott. Nur ein Mensch laut christlicher Theologie. Genau, hast du die Bibel mal gelesen? Ihr sagt ja, da ist ein Gott als Mensch gekommen. Hast du die Bibel mal gelesen? Ich habe die Bibel gelesen, deswegen habe ich auch diesen. Okay, du hast die Bibel gelesen. Bibel, Originale. Mhm. Was auf Jesus abgesandt wurde. Nein, hast du die Bibel gelesen? Ja, ich habe die Bibel gelesen, aber so auf schnell gelesen, einmal gelesen, nicht studiert, Bruder. Achso, du hast die so in 10 Minuten ich hab gelesen, Beweise, oder? Die ich auf dem Weg so am Lesen war, ein paar Sachen habe ich mir so fotografiert. Achso, ein paar schöne Sachen hast du dir fotografiert. Ja, genau. Okay, aber wieso lenkst du eigentlich vom Thema ab? Kannst du mir immer noch die Frage beantworten? Ich lenke nicht vom Thema ab. Das du lenkst sehr, sehr vom Thema ab. Kannst weiter, okay, alles gut, wir sind beim Thema Jungfrauen im Paradies. Zeig mir mal bitte im Christentum, wo du Jungfrauen im Paradies bekommst, bitteschön. Du kannst das Bild wegmachen, ich mach dich groß und du kannst das finden. Wissen da bringen, Bruder. Alles gut, du kannst mir jeden bringen, den du willst. Du kannst mir dein Hamdi holen, du kannst mir jeden holen. Zeig mir bitte in der Bibel, wo du Jungfrauen im Paradies bekommst. Bitteschön. Wie Jungfrauen? In eurer Religion? Genau. In eurer Religion. Weißt du, ich kenne mich doch mit eurer Religion nicht aus. Okay, wieso kommst du denn damit? Wir sind gerade beim Thema Jungfrauen. Du kannst mir zeigen, in deiner Bibel steht... fragen, was über diese Verse gesagt wird. Alles gut. Wir können das ja gleich detailliert machen. Aber wieso springst du von einem Vers, wenn du eine Sache bei dir selbst nicht erklären kannst? Weil wir das nicht wissen. Wenn du willst, frag ein Gelehrter, Bruder. Frag mich Aber nicht. Alles gut. Hast du nicht im Chat reingeschrieben, du kannst darauf antworten? Wieso kannst ich könnte darauf antworten, weil der Bruder war hier unwissend. Da hatte ich die ganze Zeit... Aber warte, alles gut. Rein, fertig, Bruder. Bleib doch nicht so emotional. Bleib doch nicht so emotional. Bleib doch nicht so emotional. Bleib doch ganz ruhig. Okay? Ich bin ruhig, Bruder. Zitter nicht, alles gut. Die Frage war ganz klar. Wieso kriegst du... Hey, chill doch. Wieso kriegst du Jungfrauen im Paradies? War eine ganz einfache Frage. Du schreibst im Chat, du kannst es beantworten und jetzt springst du vom Thema zu Thema. Wieso kannst du die Frage nicht beantworten? Weil das uns nicht erzählt wird. Wir bekommen Hurein in den Paradies. Aber Marshall, das wird gepredigt, oder? Das wurde nicht erzählt, das wurde schon vielleicht erzählt, aber da habe ich vielleicht kein Wissen. Deswegen sage ich dir, ich kann dir ein Gelehrten. Aber du bist doch deswegen hochgekommen, weil der Bruder kein Wissen hatte. Wieso kommst du hoch, wenn du kein Wissen hast? Und damit ich besser diskutieren kann. Aber du hast doch auch kein Wissen. Ich habe Wissen. Du hast doch gerade gesagt, du hast kein Wissen. Weil damit Hack. Was Hack? Du konntest mir nicht erklären, was der Unterschied ist zwischen deinem Paradies und dem Puff. Wie Hack? Bruder, ich habe dir das erzählt, Bruder. Weißt du, was Puff ist? Wo ist der Unterschied? Bruder, hör auf zu bleiben, das ist respektlos. Der Unterschied, Bruder, dass die im Puff ohne heiraten, ohne das Halal zu machen, okay. Alles Haram, Bruder, Sinna, Bruder. Weißt du, was Sinna ist? Okay, soll alles ich gut. Erklären, was Wort Sinna ist? Ich weiß, was Sinna ist, Unzucht. Ja, dann hör auf zu fragen. Okay, also das, alles gut, entspann dich doch. Das, was auf dieser Erde hier
Haram ist im Himmel halal, richtig? Nein. Wieso? Du knallst sie doch dort auf. Weil du musst wissen, die Sachen, die haram sind, Bruder, das sind nur schlechte Sachen für uns. Zum Beispiel Zina, Bruder. Du wirst dadurch nur verletzt. Die und Sachen, im Paradies ist alles gut. Zum Beispiel, wenn du ohne heiraten oder was weiß ich machst, Bruder, am meisten wird das gar nicht klappen und halt so verletzt. Man sollte im Paradies, aber halal. Zu Vater gehen, zu sagen, ich will deine Tochter haben. Und nicht irgendwie herumtreiben, ruhig links. Okay, sehr gut, sehr gut. Machst du das auch im Paradies? Gehst du ins Paradies und sagst, Vater, ich will deine Tochter haben und knallt sie dann neben ihm weg? Nein, da ist das schon halal. Da ist das schon. Also da kannst du die einfach so wegknallen? Nein, nicht einfach so. Dass du wirst. Was musst du denn machen? Ich wollte das vor mir, Digga. Ich möchte es halt gerne wissen. Das ist halt ein sehr, sehr interessantes Thema für dich. Aber wenn du es wissen willst, dann guck YouTube von dir, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Ich weiß schon, was die dazu sagen. Dann sag mir, was haben die dazu gesagt? Es ist sehr, sehr interessant. Die sagen, dass es dort halal ist. Aber meine Frage ist, wie kann es dort halal sein und hier auf Erden haram? Im Paradies hast du Vater und Mutter und vier Zeugen. Im Paradies hast du? Was? Hast du jemanden, der älter als du ist? Hast du jemanden, der älter ist? Soweit ich weiß, seid ihr alle gleich. Alles gut. Achso, bei uns? Vater und Mutter, der genau für euch streuen kann, wie. Bei uns? Nee, bei uns nicht. Dort sind wir nicht mehr Vater und Mutter. Mein Problem, Bruder, du machst einen Vergleich. Also stell doch eine Frage und ich gehe darauf ein. Stell eine Frage und ich gehe darauf ein. Bitte entscheide dich, welche Frage du mir stellen möchtest. Ich habe mich entschieden, das ist kein Vergleich. Okay. Bitte stell jetzt deine Frage. Ist kein Vergleich. Das wird dann komplett anders. Ganze Logik ist da anders, Bruder, im Paradies. Weil du kannst Paradies nicht mit Erde vergleichen, mit was alles hier passiert ist. Weil im Paradies, wir müssen uns nicht vermehren, Bruder. Aber wir haben trotzdem, wir sind so gemacht worden, wir haben auf Frauen dieses Gefühl, Liebegefühl. Mashallah, ja. Und der sich dran hier auf dieser Erde hält und Allah befolgt, bekommt, was er will. Okay, sehr gut. Das bedeutet, das, was hier auf dieser Erde haram ist, ist im Himmel halal. Nein, nicht alles. Also, aber Sex schon. Das können wir nicht wissen. Ey, du hast doch gerade gesagt, ja. Das können wir nicht wissen. Du hast doch gerade ja gesagt. Du hast doch gerade, okay. Wir werden dafür belohnt, aber wie darfst du Sex haben müssen. Alles gut. Darfst du hier auf dieser Erde Geschlechtsverkehr haben mit Mädchen mit schwellenden Brüsten? Einfach so, ohne Heirat. Das wissen wir nicht. Wie, das wissen wir nicht? Das fragt Gelehrter, der kann das besser wissen. Wie fragt Gelehrter? Du weißt nicht, ob du Geschlechtsverkehr haben darfst. Ich weiß das nicht. Aber du hast doch vorhin gesagt, kennst du auch. Das ist kein Vergleich mit dieser Erde hier. Wieso ist das kein Vergleich? Wie du Paradies aussiehst, weißt du das? Ja, wir sind wie die Engel. Auzubillah, ja. Auzubillah, aber im Himmel so ein bisschen Schakalaka ist gut. Sag, was du willst, über was du glaubst. Okay. Hol, mach mal kurz mein Ding groß. Nächste, ich will dir nur diese paar Sachen zeigen. Na, alles gut, ich habe meine nächste Frage an dich. Ich habe meine nächste Frage an dich, okay? Nein, lass mich jetzt. Aber ich habe meine interessante Frage an dich. Du hast auch eine Frage gestellt, ich habe doch die beantwortet, bitte. Sei doch nicht so unhöflich. Ich habe eine ganz einfache Frage an dich. In Sure 601 steht geschrieben, der Schöpfer der Himmel und Erde, also Allah subhanahu wa ta'ala, woher sollte er ein Kind haben, wo er keine Gefährtin hat? Jetzt frage ich dich, wieso brauchst du alles? Sure 6, Vers 101. 101. Jetzt ist meine Frage an dich. Hatte Maria ein Kind, also Jesus, ohne Gefährten? Wie ohne? Meinst du ohne Mann? Ohne Mann, korrekt. Also ohne Gefährten. Ja? Okay, wieso Allah. Okay, sehr gut. Wieso kann Allah kein Kind haben ohne Gefährten? Weil Allah ist der einzige. Nein. Oder meine Frage ist. Sag mal vor, ein Gott hat ein Kind. Wir machen das ganz. Menschen, weil das ist okay, erschaffen. Okay. Das steht im Koran. Im Koran steht Sure 568, glaubt an Tora. Tora steht drin, Deuteronomium 14,1, wir sind Kinder Gottes. Hast dein Gott beleidigt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wieso kann Maria. Warte. Bleib doch ruhig, Aber sag mir, wo. Bleib doch ruhig. Ich stecke jetzt diesen Vers 100. Nein, bleib doch ganz ruhig. Bleib doch ganz ruhig, okay? Es steht ja geschrieben, dass Allah eine Gefährtin braucht, um ein Kind zu haben. Wieso braucht Allah das und Maria kann ohne? Wo steht das? Wo war Maria Jungfrau? Maria war Jungfrau. Okay, also hat sie ohne Gefährtin ein Kind gehabt, richtig? Genau. Okay, wieso kann das Allah nicht, aber Maria schon? Allah kann, was er will. Aber dort steht, er kann es nicht. Wie soll er ein Kind haben, wo er keine Gefährtin hat? Sure 6, Vers 101. Sure 6, Vers 101? Genau, lies vor. Er sagt, Subhanahu an yakuna lahu walad. Weil wenn Allah ein Gott hat, das Erniedrigung für dich. Bleib doch ruhig. Wieso bist du emotional? Erniedrigung. Wieso bist du so emotional? Wieso kann das Maria haben und Allah nicht? Ihr beleidigt unser Gott, ihr redet nicht respektvoll über unser Gott. Du beleidigst Allah selber gerade. Ich beleidige Allah nicht.
Okay, Sure 5, Vers 68, ganz gut. Sure 5, Wenn Vers das stimmt, was du 68, sagst, ich gebe dir hallo. 10.000 Euro, Wallahi. Du gibst mir 10.000 Euro, okay, was soll stimmen? Du sagst ja Vers 101, ne? Warte, ich lese das vor. Genau, lies vor auf Deutsch. Dann auf Deutsch. Langsam. Bediu as-samawati wal-ard. Anna yakuna lahu walad. Okay, lies jetzt auf Deutsch. Gepreist den, dass er Sohn hat. Gepreist den, der ist viel mächtiger als lies sein auf Sohn. Deutsch, hallo, lies auf Deutsch. Ja. Mach keine Faxen. Das steht hier, der ist viel mächtiger, einen Sohn zu haben. Das steht so nicht im Vers. Kann das Lies Sohn Sure haben, der 6, ist viel Vers mächtiger 101. Lies Sure 6, Vers 101, laut vor für die Leute, bitteschön. Der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Damit ist der Erde gemeint. Und Himmel. Wie soll er Kinder haben? Subhanahu an yakuna lahu walad ist damit gemeint. Wenn du das nicht verstehst. Lies weiter. Gepreiste den, dass er ein Kind hat. Lies einfach vor. Ja, okay. Wo war ich nochmal? Wo er doch keine Gefährten hat. Okay, Allah braucht eine Gefährtin, um ein Kind zu haben. Maria nicht. Kannst du mir das erklären? Warte, Bruder. Du musst wissen. Kannst du mir das erklären? Was ist deine Frage erstmal? Genau. Wie kann Maria allmächtiger sein als Allah subhanahu wa ta'ala? Kannst du mir das erklären? Weißt du, was damit gemeint hat? Erklär mal. Er sagt damit, er hat keine Frau. Er hat keine Okay. Frau, er hat kein Kind und er hat keine Frau, ist damit gemeint. Okay. Also, Könnte er Kind haben ohne Frau? Er sagt, er hat, Bruder, ich sag dir, Christen, ihr habt, der hat, dass Gott Frau und Kind hat, also so Wo steht, dass Gott Frau hat? Gib mir mal die Quelle. Wer sagt das? Welcher Orthodox, Christ? ich weiß nicht, wer daran glaubt. Orthodoxe sagen, dass Gott eine Frau hat. Bitte gib mir die Quelle. Die sagen, dass er mit Maria irgendwas gemacht hat. Das habe ich von einem christlichen Okay, gib Bruder. mir mal die Quelle. Gib mir mal die Quelle. Ich mach dich Das groß. habe ich von Christlichen, ich weiß, ich suche dir selber die Okay, Quelle. Das habe ich Gott von hat einem eine Frau. Euch. Gib mir mal die Quelle, bitte. Das habe ich von einem Christen gehört. Ich weiß nicht. Okay, ich habe von einem Muslim gehört, Isa wurde gekreuzigt von Ahmadiyya. Haben die jetzt recht? Nein. Also, du hast jetzt von einem Christen was gehört und benutzt es als Quelle vor 280 Leuten. Bitte blamier dich nicht. Jetzt ist meine Frage an dich. Wie kann Maria ohne Gefährten. Bitte, chill doch. Alles gut. Erstmal, ich sag Wie, dir, dass Allah hallo, hallo, lass mich doch erstmal die Frage stellen. hat. Lass mich die Frage stellen, bitte. In Sure 6, Vers 101 gibt Allah zu verstehen, dass er eine Gefährtin braucht, um ein Kind zu haben. Wieso brauchte Maria keine Gefährten, um ein Kind zu haben, aber Allah Oder schon? verstehst du immer noch nicht, was ich gesagt habe? Kannst du mir diese Er Frage sagt, dass er beantworten? keine hat und nicht, dass er eine braucht. Bitte. Okay, es steht, wenn ich zu dir sage, wie kann ich, beziehungsweise wie soll ich ein Kind haben, wo ich keine Gefährtin habe? Was verstehst du darunter? Erklär mal nochmal. Wenn ich zu dir sage, wie kann ich ein Kind haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Kannst du mir den Vers erklären, beziehungsweise was ich dir damit gesagt habe? Ich habe dir damit gesagt, dass ich eine Gefährtin brauche, um ein Es Kind zu gab haben, richtig? Gruppe, es gab Gruppe nach der Menschen. Es gab auf jeden Fall. Ich hole mir jetzt den Beweis. Okay. Es gab Gruppe, die gesagt haben, dass Allah einen Sohn hat und noch ein so Frau kennt diese Menschen, diese Sachen. Da hat Allah einen Vers geschickt. Das haben die zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Da hat Allah diesen Vers geschickt, damit die aufhören. Wantahu khairan lakum. Hört damit auf. Aber Das das ist ist nicht meine Frage, Habibi. Meine Frage ist ganz ich hab klar. dir erklärt, dass es gab eine Gruppe, die das gesagt hat. Das ist nicht meine Ich suche Frage. mir Meine jetzt den Frage, Beweis. hallo, meine Was Frage Beweis? ist, nein, ich will keinen Beweis. Meine Frage ist, wie kann Maria ohne Gefährten ein Kind haben, aber Allah nicht? Allah kann was haben, was er will. Wie hat Aber dort steht, er kann nicht haben, was er will. Er braucht eine Gefährtin. du hast den Vers falsch verstanden. Er sagt, dass er Okay, erklär mir den keine Vers. Frau braucht und kein Kind. Dort steht, er braucht eine Frau. Da steht, wo er Nein. keine Gefährtin hat. Bruder, ich Okay. lese das gerade nicht auf Hallo. Arabisch, Bruder. Ich lese Hallo, das gerade chill auf doch. Wird Original doch nicht Sprache. emotional. Wird doch nicht so emotional. Guck mal, ich sage zu dir, wie kann ich eine gute Schulnote bekommen, wo ich doch nicht gelernt habe? Was verstehst du darunter? Ich muss lernen, damit ich eine gute Schulnote bekomme, richtig? Vergleichst du dich mit Gott? Nein, kannst du bitte diese Frage Aber beantworten? nein, Bruder, ich hab das. Kannst du bitte diese Frage beantworten? Kannst du bitte diese Frage beantworten? Ich sage zu dir, wie kann ich eine gute Note schreiben, wo ich doch nicht gelernt habe? Was sage ich dir damit? Du musst lernen. Ich muss lernen, um eine gute Note Genau. zu haben, richtig? Genau. Okay, wieso braucht Allah eine Gefährtin, um ein Kind zu haben? Hat er nicht gesagt. Hä? Dort steht, wie Das soll steht, ich. da steht. Da Okay, steht, erklär er hat mal. keine. Da Da steht steht, nicht, wo er er keine braucht. Gefährtin hatte. Da steht keine, dass er kein Kind und kein Gefährte hatte Na, bei ich ihm. lese nochmal. Wir lesen den Koran ganz detailliert. Wir Ich machen habe hier den eine auf schöne Arabisch Text. gelesen. Alles gut, wir machen hier eine schöne Textanalyse. Ja, kein. Der Schöpfer der Himmel und der Erde. Woher sollte er ein Kind haben? Achtung.
wo er keine Gefährtin hat. Was verstehst du darunter? Das ist die deutsche Übersetzung, aber ich übersetze gerade. Achso, ist falsch übersetzt. Das bedeutet, der es übersetzt hat, ist ein Kafir, richtig? Nein. Aber er hat doch Allah abhängig gemacht. Ist doch wie schön. Soll er Kinder haben? Steht dort, oder? Steht's auf Arabisch? Steht's auf Arabisch? Hier, nein, auf Arabisch steht, er hat keine, er wird kein Kind und kein Ding haben. Er hat keine. Was steht mit Gefährten? Was mit Gefährten? Sahiba. Da steht, wo er keine Gefährten hat. Was steht auf Arabisch? Und er hatte keine. Er hat keine Frau. Er hat keine Gefährten. Yeah. Okay, wieso steht auf Deutsch, wo er keine Gefährten hat? Keine Ahnung. Guck also ist der Typ, der das übersetzt hat, ein Kafir, richtig? Woher soll ich das wissen? Ist der ein Kafir? Das ist doch Schirk, oder? Warte, wie soll er ein Kind haben, wo er doch keine Gefährin hat? Gefährtin. Gefährten hat. Ja. Oder auf Anna Yakun Walam Takun Lahu Sahiba Wurda. Auf Arabisch ist das. Die Araber, glaube ich, die im Live sind, können das verstehen. Okay, also hat der Typ Schirk gemacht, weil er hat Allah abhängig gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht ist damit die Übersetzung anders gemeint, so mäßig. Weil das okay, wäre die Übersetzung richtig, wo er doch keine Gefährtin hat, wäre das Schirk, weil du Allah abhängig machst, ja oder nein? Er sagt damit ja, dass er kein Ding, weil er sagt ja, er hat ein Kind. Er sagt damit, dass er kein Kind hat und keine Frau. Und manche nee, sagen, das steht auch in deinem Koran, dass er ein Kind hat. Das steht auch in deinem Koran. Wo steht das in meinem Koran? Sura 5, Vers 68 steht, du sollst an Taura und den Djinn glauben. In Taura, Deuteronomium. Ich glaube an den Taura und den Djinn, die auf Moses, an hallo, den Zeit von Moses abgesandt wurde, um den Zeit von Jesus. Sehr gut, also wurde Taura verfälscht, richtig? Weil das auch Gottes Wort ist, ja. Okay, wurde verfälscht, Gottes Wort wurde verfälscht, richtig? Weil wurde verfälscht. Okay, wo steht das im Koran? Steht 3-4 Mal. Wo steht das? Kann ich dir jetzt gerne bringen. Okay, gib mir eine Quelle, wo Taura und den Djinn verfälscht worden ist, bitteschön. Gerne, du musst wissen, Taura und den Djinn sind Gottes Wort. Das genau, und sie wurden verfälscht. Und Gott lässt sein Wort verfälschen. Genau. Macht Sinn. Auf jeden Fall. Lässt sein Wort verfälschen. Das haben die Menschen genau, gemacht. Macht sehr viel Sinn, wirklich. Das haben die Menschen gemacht. Ja, sagen die Menschen, macht sehr viel Sinn. Dankeschön. Ja, das haben die Menschen gemacht. Jetzt bitte gib mir die Quelle. Leute, like den Stream, macht die 100k voll. Sehr, sehr wichtig. Macht die 100k voll. Bruder Abu Khanjar, wenn du willst, du kannst gerne hochkommen. Macht die 100k voll. Sehr, sehr wichtig, Leute. Like den Stream. Like den Stream, mach die 100k voll. Ist der Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Sie sagen, Gottes Wort ist verfälschbar. Ist das der Wahnsinn? Leute, Gottes Wort ist verfälschbar. Denkt mal darüber nach. Gottes Wort. Gottes Wort ist verfälschbar. Sag mal, habt ihr einen Schaden? Hey, warte, ich hab Beweise, dass eure Bibel beweist. Nein, du zeigst mir das aus dem Koran, bitte. Nee. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Sind wir wieder beim Thema, Bruder? Ja, Bruder, wir gucken jetzt. Guck mal, ich hab mir einen Stift bereit. Sura 1, Vers 75. Und es gibt Sura 1, Vers 75? Genau. Okay, sehr gut. Kannst du vorlesen oder soll ich vorlesen? Kannst du vorlesen, damit du mit deiner Regel siehst. Sura 1, Vers 75. Nein, nicht Sura 2 mir nicht. Ah, Sura 2, ah, sehr gut. Sura 2, Vers 75. Ja. Sehr schön. Okay. Dort steht, wünscht ihr, dass sie euch Glauben schenken, aber ein Teil von ihnen hat Allahs Wort vernommen und verstanden und danach wissentlich verkehrt. Verfälscht. Okay, wo steht, dass sie verfälscht wurde? Yuharrifun. Wo steht, dass Taura und den Djinn verfälscht wurde? Ich lese das erstmal auf Arabisch, dann auf okay, den. Okay, dann liest du auf Deutsch, bitte. Auf eine andere Übersetzung, auf deutsche Übersetzung, ne? Danach. Afrat ma'una yu'minu lakum. Damit sind die Muslime gemeint. Afrat ma'una yu'minu lakum. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu. Ba'dama aqiluhu wa hum ya'lamun. Begehrt ihr Muslime denn, dass sie Juden und Christen euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allah gehört und es danach, nachdem er es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat. Okay, wo steht, dass es hier keine mündliche Verfälschung ist? Wie mündliche Verfälschung? Bruder, es kann doch eine mündliche Verfälschung sein. Wissentlich verfälscht hat. Wissentlich, hallo, nachdem der es begriffen hat, hätte wissentlich verfälscht hat. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Es kommt eine Offenbarung von Gott, da steht in der Tora etwas und ich lehne das ab und ich verkehre es wissentlich, verfälsche es wissentlich. Heißt nicht, dass ich die Schrift wissentlich verfälsche, sondern das heißt einfach, dass ich das Wort ablehne und anders darstelle, wie es ist. Wo steht hier, dass die Schrift verfälscht wurde?
Sie wurde verfälscht. Allah Wo steht das? Allahs Worte, nachdem es begriffen hat. Das steht hier ganz genau, wenn du nicht lesen kannst. Also okay, sehr gut. Sehr gut. Du gibst dir jetzt einen Vers, dort steht es nicht, aber ich gehe mit dir mit. Da Hayat, steht das okay? 100%. Alles also, gut, ich gehe mit dir mit. Da steht das nur auf deutsche Übersetzung. Habibi, ich gehe mit dir mit. Dort wenn, steht, Taurat und Injil wurde verfälscht. Alles gut, entspann dich doch. Dort steht, Taurat und Injil wurde verfälscht, obwohl es gar nicht drin steht. Alles gut, ich gehe mit dir mit, Habibi. Da habe ich mal eine Frage an dich, okay? Bitteschön. Gleiche Sure, Warte, 85. Erstmal danach kurz. Weißt du, was unser Prophet für die Taurat und Injil gesagt hat? Wir sollen es nicht glauben, wir sollen das nicht beleugnen, weil das ist auch Gottes Wort. Sehr und schön. Das ist ein Widerspruch gesagt, in sich, aber alles gut. Sure 2, Vers 85. Ich lese mal vor, okay? Dort Sure sagt 85. Genau, nur 10 Verse später, okay? Kein Problem. So, dann aber waret ihr diejenigen, die ihr euch erschluget und ihr vertriebt einen Teil von euch aus seinen Wohnungen, indem ihr Sünde und Feindschaft einander wieder sie bestandet. Kommen sie aber als Gefangene, ganz kurz, ja. Kommen sie aber als Gefangene zu euch, so löset ihr sie aus, wo es euch doch verwehrt war, sie zu vertreiben. Glaubt ihr denn nur ein Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Jetzt ist meine Frage an dich. Wenn Allah sagt, dass die Schrift verfälscht wurde, wieso beschwert er sich denn über die Leute, die nicht an die Schrift glauben? Weil da steht ja, glaubt ihr denn nur ein Teil der Schrift und verleugnet dann einen anderen? Wie kann sie verfälscht worden sein? Wie kann Allah denn sagen, dass sie daran glauben müssen? Ja. Kannst du mir das erklären? Ja, ich kann dir das sehr gerne erklären. Sehr gerne. Erstmal mit diesem Vers ist damit gemeint. Es gab mal Munafiqun, es gab mal Quraysh. Wo steht das? Manche Verse von Quraysh. Wo steht das? Wo steht das, was du gerade sagst? Quraysh. Ja, wo steht das? Das, was du gerade erklärst, gibt es da ein Tafsir oder eine Quelle? Ich erkläre dir die Eier. Ja, aber machst du Tafsir eben in deinem Tafsir? Deine Erklärung, woher kommt deine Erklärung? Ich mach Tafsir eben Kassir, Bruder. Ah, du bist Tafsir eben Kassir. Ich mach. Nicht ich mache, ich lese vor, was sehr gut. Sehr gut. Dann lies vor. Aber das ist nicht übersetzt auf Arabisch. Ich versuche das zu übersetzen, so wie ich kann. Also. Okay, dann auf Deutsch vielleicht. Ulaika alladhina ashtaru al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Das sind die wahrlich die Leute, die die Dunya gekauft haben als die Akhirah, das Ende. Fala yukhaffaf anhum al-adhab wa lahum yunsarun. Es wird ihnen das Strafe nicht leichter gemacht, walahum yunsarun, und die werden nicht siegen. Walaqad atayna Musa al-Kitaba wa Bani Israel. Das sind Moses also. Aber deine Aussage hat jetzt mit dieser gar nichts zu tun gehabt irgendwie. Ja, ich schließe den Vers, was du mir gesagt hast. Aber du hast doch vorhin was anderes gesagt darüber. Genau, verstehe ich jetzt auch nicht. Du hast doch vorhin was anderes gesagt. So, du hast gesagt, Surat al-Baqarah 5. Habibi, du hast doch gerade eben was ganz anderes erklärt, als das, was du vorhin hast. Ich erkläre gerade die Ayah mit Tafsir. Bitte. Okay, mach mir nochmal neu, okay. 85, Sure 2, 85. Yeah. Liest du erstmal, was du auf Deutsch, ob das die Ayah ist? Okay, dann wart ihr aber diejenigen, die euch erschluget und ihr vertriebt einen Teil von euch aus seinen Wohnungen, indem ihr in Sünde und Feindschaft aneinander... Okay. Sure 2, also Al-Baqarah, Vers 85. Ich hab das jetzt. Dennoch seid ihr gerade. Seid ihr gerade ihr es. Guck, ich glaube dir, die Muslime waren damals, wo Anfang des Islams noch am Verbreiten war. Die Ungläubigen haben die gläubigen Muslime halt rausgeschmissen. Thumma antum ha'ula'i. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بفاعل عم وما الله بغافل عما تعملون شكلت دي تنفاز ganz leicht bitte schön ثم انتم هؤلاء damit sind Bani Israel gemeint an die Zeit von Moses Moses und Bani Israel an die Zeit von also Bücher أهل الكتاب ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون تقتلون انفسكم die töten sich gegenseitig obwohl es ihnen verboten ist. Du siehst zum Beispiel jetzt Menschen, die töten andere ohne Bruder, Krieg. Wo bist du abgeschweift? So, von was redest du eigentlich die ganze Zeit? Gerade nicht böse gemeint, Bruder, von was redest du gerade? Das war nicht meine Frage, Habibi. Von was redest du gerade eigentlich die ganze Zeit? Ist dir eigentlich gerade bewusst, was du gerade vorliest?
Jetzt Spaß beiseite, bitte. Ich meine nicht böse. Okay. Warte, lass mich mal von Islam. Sagt, was ihr wollt über Islam. Ich gehe jetzt auf eure Religion jetzt. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Okay. Wenn ihr über Islam wollt, geht zu Gelehrten. Schönen Abend noch. Reden da gerade zwei Menschen, Bruder? War der allein oder waren das da zu zweit? Ich weiß es nicht, Bruder. Bruder, da haben zwei Leute geredet oder hat zwei Persönlichkeiten. Bruder hat komplett was anderes geredet. Also ich hab... Hat hier jemand irgendwas verstanden? Nein. Bruder, willst du mal Spaß beiseite? Bitte alle in den Kommentaren, hat jemand überhaupt irgendwas verstanden? Bruder, wir wollen den Tafsir, er redet über Dönerladen. Ben Israeli, Musa. Bruder, ich möchte einen Döner mit Zwiebel. Was redest du? Da kommt irgendwas ganz anderes. Wahnsinn. Hol mal diesen, wir haben einen Spezialkandidat. Er meint irgendwie, wir haben Angst. Hol mal diesen Tahir Aziz oder wie der heißt. Tahir Aziz, gerne. Ja, der sagt, wir haben Angst. Gerne. Assalamu alaikum, Gottes Segen. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Endlich. Endlich. Alhamdulillah. Ich komme in einer Minute, Habibi. Nein, bleib, Habibi, bleib. Spar deine Minute für später. Ich reiche alleine für dich, kein Problem. Wer? Abu Khinjar. Nicht Khinjar? Weil da ist kein I. Khinjar. Nein, ich bin, guck mal, Kollege, du hast die falsch geschrieben, ich bin Araber. Ja, ich bin. Mr. Heuchler. Ja, ich auch. Aber Khinjar ist nicht Arabisch, sondern Khinjar. Aber du bist Abu Khinjar. Nein, Khinjar, nicht Khinjar. Nein, aber ich sag dir, du bist Abu Khinjar. Ja, und für mich bist du Abu Khara. Nein, guck mal, ich habe Khinjar, wie gesagt, weil du dumm bist, du weißt nicht, was bedeutet Khinjar. Ist mir egal. Ich habe einen ganz normalen Namen. Alles klar. Guck mal, dass du nicht abhaust. Alles klar, ich bin Abu Khara. Kein Problem. Bitte sprich meinen Namen so aus, wie es auch ausgesprochen wird. Wie man das ist sowieso nicht so. Dein Name. Du kannst deinen Namen nicht zeigen. Ja, alles in Ordnung. So, erkläre mir bitte mal, ich möchte verstehen, was dich vom Islam überzeugt. Islam ist komplette Wahrheit. Okay, und sag mir mal bitte drei Punkte, klär mir mal auf, ich möchte das wirklich verstehen. Wir zählen zusammen auf, drei Punkte, die dich vom Islam überzeugen. Alles, nicht nur drei Punkte, alles. Nee, mir reichen nur drei. Ich sag dir alles, ich weiß alles, aber ich bin da wegen ein paar Fragen. Habibi, nur drei Punkte. Guck mal, notiere deine Fragen. Wenn wir, Habibi, ganz kurz, bevor wir debattieren, möchte ich erstmal den Gegenüber von mir erstmal verstehen. Wenn du sagst, du bist Muslim, ich akzeptiere das, alles in Ordnung. Ich möchte, dass wir eine Basis, ganz kurz, wir brauchen ja eine Basis. Ich möchte erstmal verstehen, was dich vom Islam überzeugt. Deswegen gib mir drei Punkte, die dich überzeugen. Punkt 1. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habibi, was ist das für ein Argument? Kannst du mir bitte ein... Du hast deine Shahada gesprochen, Bruder. Ja, Shahada, weil Mohammed ist alles. Das ist okay. Größte Beweis. Gib mir drei Punkte, die dich vom Islam überzeugen. Du sagst die Shahada. Ich möchte nur drei Punkte. Was überzeugt dich vom Islam? Punkt 1. Punkt 1, Mund. Wie bitte? Ja, guck mal, er versteht gar nichts. Du wie weißt, was, ist in Eier, was steht in Eier. Wie Zara, bitte, Mund? Mr. Abu Khinjar. Habibi, nochmal, bitte, hör mal auf. Sprich meinen Namen richtig aus. Sei steht im Koran oder steht du bist, in du bist kein kleines Kind, bitte, du bist ein Erwachsener, red mit mir anständig. No. Sag mir bitte den ersten Punkt. Ich möchte wirklich verstehen, was dich vom Islam überzeugt. So, Punkt 1. Schubtiani überzeugt. Überzeugt. Was auf Deutsch, bitte. Ich rede auf Deutsch. Kamelurin, trink Kamelurin. Guck mal, Charakter von den Christen. Ja, ist doch schön. Willst du ausweichen oder was? Sag mir, wer hat euch okay, diesen Namen okay, beantworte gegeben? Die Frage. Was wer überzeugt dich vom Islam? Gegeben, du kannst doch nur nicht mal eine normale Frage beantworten. Das ist wie wenn ich sage, wie geht es dir? Weil ich bin da zu fragen. Notiere deine Frage, ich gebe dir Antwort. Mal, du willst ausweichen, du willst Zeit verlieren. Sagen, ich schaue gerade die Sonne an. Bitte, geh doch drauf ein. Was überzeugt dich vom Islam? Punkt 1. Yalla, Habibi. Shubti Anibal Arabi, bezeugen. Okay, die Juden bezeugen auch. Deuteronomium 6,4 Schema Israel Adonai Elohimu Adonai Chad. Wieso bist du kein Jude? Ich bin kein Jude, Alhamdulillah. Gottes Willen. Okay, warum kommst du hoch? Ich bin Alhamdulillah keine Christ. Wieso, ganz kurz, Alhamdulillah, ja. Wieso kommst du hoch, wenn du der deutschen Sprache nicht mal mächtig bist? Wenn du nicht mal verstehst, was es hier geht? Wir haben hier, guck mal, fast 300 Zuschauer. Du kommst hoch und verstehst die deutsche Sprache nicht mal. Wie willst du dann debattieren? Ich mein's nicht böse. Bitte nicht falsch verstehen.
Nein, weil du jetzt gerade musst du ausweichen und so. Das liegt an dich. Bei was soll ich denn ausweichen? Guck mich nicht, was ist in Kommentaren, weil die sind alle Christen. Lass doch die Kommentare manipuliert. Du redest doch gerade. Aber sag mir nur, gib mir nur eine Antwort. Du, guck mal, du wer hat euch diesen Namen gegeben, Christen? Guck mal, du kannst nicht antworten. Einen ganz normalen Dialog zu führen. Ich frag dich noch. Ich sag dir 1 plus 1, wie viel? Du sagst mir, Himmel ist blau. Nein, das ist er. Nein, das kann ich. Nein, das machst du. Nein, sag mir, wer hat euch diesen Namen Christen gegeben? Ich frag dich, was über. Du sagst Mund. Was ist für eine Antwort? Habibi, ich antworte. Okay, aber ja, ganz schnell. Mund, vielleicht hast ganz du es gestunden. Tari, du hast ja gesagt, wer hat uns den Namen Christen gegeben, okay? Ja, wer hat euch diesen Namen sehr gerne. Gegeben? Jesus heißt Jesus Christus, weil er der Messias ist. Er ist der Christ. Wo steht das? Hallo. Wo steht das? Gib mir okay, Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Er sagt, er ist der Christus, also der Christ. Das steht in Johannes, und, ja? Hallo, jetzt bitte. Jetzt sagt er, folgt mir nach. Was ist die Nachfolge von Christus? Christen. Dankeschön. Weitermachen. So. Ja, ja. Das, also, ist wie, wenn ich dich, das steht in kurz, Johannes, Baby, ja? Hallo. Das heißt, du glaubst Johannes? Ganz kurz, das ist wie wenn ich dich Mohammedaner nehme, weil du ein Anhänger von Mohammed bist. Wir sind die Anhänger von Christen, von Jesus Christus, der Messias. Christus, Christen heißt Messianer. Wir sind die Anhänger von Messias. Und Jesus ist Al-Messiah. Ganz einfach. Und diese Frage ist überflüssig, du blamierst dich gerade. So, zurück zum Thema. Ja. Was überzeugt dich? Ja. Ganz kurz bitte. Wenn du heute stirbst, ganz kurz, Aziz, wenn du heute stirbst, weißt du, dass du, weißt du, ob du errettet bist oder nicht? Also das kommt drauf auf meine Taten. Ob war ich scheiße Mensch oder guter Mensch? Ja, wegen Hasanat. Wie kommt drauf an, wie viel Hasanat oder Seyyiat? Okay. Sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, du weißt es nicht. Allahu a'lam, richtig? Ja, Allahu a'lam. Okay, Allahu a'lam. La ya'lamu al-ghayba illa Allah. Allah weiß. Sehr schön, sehr schön, Tahiri. Hast du einen Koran bei dir? Welche Sura willst du? Nee. Hast du den Koran bei dir erstmal? Alhamdulillah, ich bin nicht zu Hause, aber sag mir, ich habe hab meine zweite Hand. Denken, die Leute denken, ich lüge. Ich möchte bitte, hast du ein zweites Handy? Ja, ich habe ein zweites Handy. Okay, sehr schön. Sure 78, Vers 33, bitteschön. Sure 78. Vers 33, bitte. Auf 31, vor. Bitte fang langsam. Fang ab 31 an bis 33, bitteschön. Langsam Sura und verständlich. Sure 78. 31 bis 33. Genau. Ja. 31. Genau. Dankeschön. Okay. Lies mal bitte laut vor. Laut und langsam. Tafsir al-Sa'di. Das ist kommt Tafsir. Aya 31. Ma inna lil muttaqin mafaza. Kannst du bitte auf Deutsch vorlesen? Der Gläubigen, die haben einen Belohn. Sehr schön. Weiter bis 33, bitte. Ja. Bis 33. Okay, kein Problem. Thema hatte ich schon vorhin, Bruder. Kommt mir auch keine Antwort. Alles gut, Bruder. Alles gut. Langsam. Entspann dich. Nein, Habibi. Wir sind voll entspannt. Hier. Habibi, wir sind voll entspannt. Ich bin sogar auf der Arbeit. Alles nein, ich glaube nicht. Ich bin auch Stress auf der Arbeit. Ungesund. Ich höre dir. Stress ist ungesund, Habibi. Jalla. Ich weiß. Deswegen, ich sage euch, tief atmen. Mach wir atmen die ganze Zeit ein und aus, Bruder. Ich habe sogar bei mir gerade Chai. Marokkanische Minze habe ich bei mir. Alhamdulillah. Yalla, lies vor. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa anaba. Wa kawaiba wa atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha laghwan wala kidaba. Jaza'an. Min Rabbika Ata'an Hisabe. Kannst du übersetzen auf Deutsch? Auf Deutsch bitte. Der redet, also wie die Gläubiger, die haben verdient, also Hadaiqa ist Garten und so. Ja. Kawaiba Atraba. Kawaiba Atraba, weiß ich, was bedeutet, das ist sehr hoch Arabisch. Achso, verstehst du nicht? Nein, Kawaiba Atraba. Was ist Kawaiba Atraba? Sag mir du. Das weißt du nicht? Ka'san dihaqa. Ka'san ist ein Glas. La yasma'una fiha laghwan. Die hören keine. Was? Kannst du mal das bitte in Google eingeben? Auch auf Deutsch den Koran, dann können die Leute auch sehen, was es bedeutet. Mach mir einfacher. Ist doch einfacher. Gib mal in Google ein, du hast den zweiten Szenen. Und gib das mal bitte in Google ein, Sure 78, Vers 31 bis 33. Und danach geht drauf und danach liest mal vor.
Weil hier spricht die meisten kein Arabisch. Auch die Türken verstehen kein Arabisch, die Usbeken, die Indonesier, hier sind ja viele, verstehst du, sind ja nicht alles Araber. Für mich ist auch wichtig, dass vor allem auch die Türken und Kurden es hören. Und Albaner und Bosnier und alles mögliche. Das ist sehr, sehr wichtig. Kein Problem. Weil wir haben in Deutschland, du weißt selber, die meisten Muslime sind ja Türken. Ja, Papiermuslime, aber sind halt Muslime. Und für mich ist auch wichtig, dass sie auch genau zuhören, vor allem die Muslimas, dass sie hier genau zuhören, was ihren Mann im Jannah erwartet. Okay, alles klar. Also, innerli mutaqina mafaza, gewiss für die gut verstiegen werde es einen Ort, die... Was? Gottes verstiegen? Gottesfürchtigen, Bruder. Gottesfürchtiger. Ja, die Mu'min, der Gläubige. Gottesfürchtigen steht. Gottesfürchtigen. Egal, du liest weiter, Bruder. Ja, Gottesfürchtigen, ja. Werde es einen Ort, die dies erfolgt geben. Mhm. Ja, Vers 32 steht Hadaiqa wa Anaba. Umfriedete Gärten und Rebstöcke. Mhm. Mach mal den Tafsir auf. Mach mal den Tafsir auf. Oder lies mal weiter und danach den Tafsir bitte. Vers 33. Wakawa'iba Atraba. Auf und Deutsch. Ich sage auf Deutsch und auf Arabisch. Jetzt auf Deutsch. Und prächtige, gleichschaltige, weibliche Wesen. Mhm. Aha, was ist da gemeint? Was weibliche Wesen. Also was ist denn das genau? Hurlein. Also, ja, was sind Hurlein? Erklär mal den Leuten bitte, Hurlein, was ist es, Jani? Sind das Wein, Trauben oder was ist das, Jani? Hurlein sind Frauen. Ach so, Jani, was bekommst du im Paradies? Was sind das, diese Frauen? Erklär mal bitte. Wenn du überhaupt schaffst, Paradies reinzukommen, kriegst du Hurlein, aber nicht für jede. Ja. So lange schaffst du, im Paradies reinzukommen, heißt, bist du ein gläubiger Mensch. Erklär das heißt, hast du keine Sinne, bist du nicht mit fremden Frauen in die Dunya gegangen. Habibi, maschi, Habib, maschi, bitte erklär mal den Leuten, was sind die Hurlein, was kriegst du im Paradies als Mann? Was sind das, diese Hurlein, was ist das? Bitte auf Deutsch, damit die Leute verstehen. Ich glaube, du verstehst auch kein Deutsch. Ich habe dir gesagt, Hurlein sind Frauen. Okay, das heißt, du bekommst Frauen... Sind junge Frauen sogar, nicht wie die Frauen hier. Jede Frau hat über 300 Mann bei denen gestrichen hat. Was, gestrichen? Gestrichen, also sind Wimmeltonne. Was? Ja, ein paar Frauen hier sind Wimmeltonne. Jeden Tag mit kaum anderen. Was? Ach so, das ist... Ach so, du hast das als Beleidigung, ja? Das heißt, wenn man deine Frau oder deine Tochter oder Schwester... Lerne bitte, was du meinst. Mülltonne. Guck mal, das bringt nichts mit mir. Nein! Bruder, ganz kurz, was meinst du mit Mülltonne? Ja, Mülltonne. Das heißt, guck mal, was machst du in Mülltonne? Jeder schmeißt in Mülltonne seine Müll, ja? Ja, so, mal, solche Frauen hier in diese Leben sind so. Jeden Tag mit einem anderen Mann. Oh, jetzt habe ich verstanden. Leute, ganz kurz. Wenn du dagegen bist, das heißt, du akzeptierst das für deine Mutter, Schwester. Nein, ganz kurz. Das heißt, Leute, sie darf jeden Tag mit einem anderen Mann gehen. Ja, das ist schon klar. Aziz, ganz kurz. Ach, Ruhe. Also, der Bruder Aziz sagt, die Frauen in dieser Dunja sind wie Mülltonne. Jeder war mal dran. Menschenfrauen. Ja, nicht heucheln. Menschenfrauen. Ja, Menschen. Die Frauen sind doch Menschen. Was denn sonst? Ja, aber hat, oder wie? Das heißt, du akzeptierst, dass deine Schwester oder Tochter. Kann ich kurz erklären? Die Leute möchten doch verstehen. Guck mal, so. Er sagt, hast du keine Angst vor mir? Guck mal, du redest, Adi, ich höre. Lass mich auch reden. Nicht ausweichen. Ich erkläre doch keine Angst. Also, ich weiß nicht. Ganz kurz, Aziz, ich erkläre doch mal. Also, das heißt, du hast gelacht. Es ist das eine Erläuterung. Die sind auch Moment. Menschen. Aziz. Darf auch deine, zum Beispiel, sorry für dieses Wort, Mutter und deine Schwester, Tochter, die dürfen mit mehreren Männern gehen, ja? Guck mir mal ganz kurz. Haben wir verstanden, ja. Okay. Er darf dir noch reden oder was? Was stört mich? Darf er jetzt reden? Ja? Aziz, bitte. So, Leute, hört ihr mich alle in den Kommentaren? Also, der Bruder Aziz, Habibi, hat gesagt, hier auf dieser Dunya sind alle Frauen wie Mülltonne. So, aber die Frauen im Jannah, im Paradies, ja, die sind wirklich rein. Das sind die Hurlein. Ihr kriegt Frauen mit schwellender Brüste, steht da. Ja, die sind wirklich rein. Und diese Frauen wie ihr seid Dreck in seinen Augen. Ihr seid Mülltonnen. So, weiter geht's, Bruder. Bitte, Vater. Was meinst du, die Frauen in Hurlein sind dreckig? Nein, Dunya, in dieser Dunya. Dunya, ich habe nicht gesagt, alle Frauen.
Doch, du hast gesagt Mülltonne. Die sind Tonne, wie Mülltonne. Ja, gibt Menschen, Frauen, Menschen. Sorry, wenn du keine Deutsche kennst, was soll ich dir machen? Ich kann kein Deutsch, oder? Das ist ein anderes Thema. Meine Deutsch ist nicht perfekt. Ich bin keine Deutsche. Ich kann kein Deutsch. Du sagst zu mir, sorry, wenn du kein Deutsch kannst. Wenn du hier geboren bist und du redest über Religionen und du verstehst mich nicht, das ist ein anderes Thema. Das heißt, du darfst nicht über Religion reden. Okay, danke. Aziz, wir machen weiter. Das heißt, du bekommst im Paradies Jungfrauen, die du auseinandernehmen kannst, oder wie? Nicht ich, also wenn ich ein guter Mann bist. Genau, wenn du ein Muslim bist, bist du im Paradies und dann kriegst du diese Hudeleien. Wie viel Stück kriegst du? Das ist immer, wenn du schaffst. Ja, sag mal, du schaffst das. Wie viele Jungfrauen kriegst du da oben? Ich weiß nicht. Ich rede nicht wie was ich nicht weiß. Ich bin keine Lügner, ich mache nicht wie andere Religionen. Jeder redet, unser Gott ist Heilige, unser Gott macht. Wenn ich weiß, ich sage, ich weiß nicht. Okay, wir gehen mal davon aus, du kriegst ein paar Stück. Sagen wir mal, du kriegst 72. Okay, du kriegst ein paar Stück. Also wie in Dunja, auch hier bei euch. Ja, ja, kein Problem. Bei dir in der Dunja darfst du 4. Ohne heiraten, ohne gar nichts. Okay, oben, ganz ehrlich, weißt du was? Nicht 72, du kriegst oben auch 4 Frauen mit Spendebrüste. Kein Problem, wir machen auch oben 4. Ja, ich werde dankbar. Ganz kurz, Habibi, kein Problem. So, was machst du mit diesen Frauen im Paradies? Ich bin verstecken. Was soll ich mit Frauen machen? Was macht man mit Erkläre mal mit den Leuten, guck mal, ich stumme mich jetzt, aber Bill kann auch, wir sind jetzt alle ruhig. Erklär mal bitte, was du mit den Frauen im Paradies machst. Bitte. Ganz detailliert, bitte. Bitte detailliert, weil wir stummen uns jetzt, Habibi. Aha. Ja, was soll ich mit einer Frau machen? Verstecken spielen oder was? Was Erklär. Macht man mit Frau? Erklär. Komm, Bruder, wir stummen uns? Hä? Aha, wir stummen uns. Erklär mal, bitte. Ja, das ist doch klar. Ich werde mit Frau zusammen essen, in den Paradies laufen, allerdings alles machen. Auch was du suchst, Sex auch machen, weil ist meine Ehre. Was? Sex was? Auch machen. Sex? Ach so, bei euch Christen macht ihr keinen Sex mit Frauen oder was? Mit nicht Männern? Im Himmel, nicht im Himmel. Aber im Himmel? Warum nicht im Himmel? Das ist Halal und Payback. Okay. Aziz, ihr habt Koran gelesen, ja? Was bedeutet Azwajun Mutahharat? Warte doch ganz kurz. Aziz Bastakhira. Das heißt, im Paradies, im Himmel, im Jannah, darfst du diese Frauen mit ihnen S-I-X machen, richtig? Ja, das ist deine Frau. Halal. Ja, ich weiß. Ajawazna. Nicht wie bei euch. Ich weiß. Hör doch auf mit euch. Ist doch gut. Bei uns ist alles nicht gut. Okay. So, das heißt, du bist im Paradies. Du darfst mit diesen Frauen S-I-X machen, so oft du willst. Okay, sehr schön. Wenn du mit ihnen Sex hast, musst du dich verhüten oder werden sie schwanger oder wie ist denn das? Erklär mal bitte detailliert. Nein. Guck mal. Also bei uns, haben wir eine Spirale unten oder wie? Lass mich antworten. Okay. Bitte. Du fragst und du redest von selbst. Was ist los? Entspann dich, antworte, Kollege. Antworte. Komm. Ich habe euch gesagt, tief atmen, ich antworte. Du zitterst gerade, egal, alles gut, Antwort. Aziz, ich stumme mich doch, er redet. Ja, danke schön. Oh, endlich. Endlich an Christ hat Respekt. Rede jetzt. Also, im Paradies, du kriegst keine Kinder, ja? Im Paradies, du bist 40, du bleibst im Alter von 40. Das steht bei uns in unserer Religion. Du bleibst in 40 Jahren, nicht 60, nicht 20. Hat keiner gefragt, weiter, geht drauf ein. Ja, das liegt an Antwort. Entspann dich. Also werden Sie nicht schwanger bei? Nicht ablenken, Kollege. Entspann dich. Ich antworte. Habt ihr keinen Respekt? Bitte schön, tut mir leid. Ja, das stimmt aber nicht. Du bekommst Kinder im Paradies. Deine Frauen werden schwanger und die Schwangerschaft. Okay, gib mir die Quelle, Kollege. Erstmal ihn, Bruder, dann bist du sofort dran, Abu Ziege. Du kannst direkt darauf antworten, Bruder. Gib mir die Quelle, Kollege. Okay, wenn ich fertig bin. Nein, warte doch. Habibi, erstmal du bist dran, weil sonst heißt es, er lügt. Du bist dran und danach antwortet Abu Ziege für dich. Ja, bitte. Okay, danke. Also in Paradies, du kriegst kein Kinder. Du kannst nur genießen. Das ist ein Platz, wo das ist deine Belohnung. Was du in der Dunja nicht falsch machst, du kriegst alles als Belohnung, also nur gute Sachen in Jannah. Du bleibst in 40 Jahre alt, du kriegst keine Kinder, du hast keinen Stress. Bleibst 40 Jahre alt? 40? Ja, jeder in Jannah bleibt in 40. Ah, im Alter, Jani, der bleibt immer 40 Jahre alt. Alter, nicht 40 Jahre. Warum nicht 30? Weil so steht bei uns. Aber warum nicht 30? Nein, nicht 30. Nee, warum nicht 30? Ja, du kannst Allah fragen. Okay, wenn du seine WhatsApp hast, dann schreib ihm. Allah hat WhatsApp? Ja, ich frag dich, weil du fragst Allah WhatsApp. Das, was ist Großes als ich. Warte mal. Allah hat WhatsApp? Ja, ich frag euch, weil ihr seid ein bisschen schlau. Weil du fragst mich immer. Allah hat WhatsApp, habt ihr das alle gehört?
Was er sagt. Ja, ja, die haben alle gehört. Ja, da, guck mal, das ist auch dumme Antwort, weil ich habe dumme Frage bekommen. Du sagst Muslim, mir, warum nicht 30? Und du weißt, das liegt am Himmel. Was soll das? Was ist für eine Frage? Wie soll ich euch antworten? Okay, dann machen wir so. Also da würden oben werden sie nicht schwanger, richtig? Okay, okay, ich gebe dir auch eine Frage. Wie viele Straßen gibt es in den Gender, in Paradies? Warte, die machen es chronologisch. Guck mal, das ist eine dumme Frage, oder? Nein, ganz kurz. Du sagst mir, warum nicht 30? Es gibt keine dumme Fragen, sondern dumme Fragen. Ich bin keiner Gott. Bitte, warte. Ich entscheide nicht im Alter von Menschen. Lass uns doch zivilisiert miteinander reden, bitte. Okay. So. Das ist ein Dialog. Wir versuchen miteinander zivilisiert zu sprechen. Wir leben hier in Deutschland. Ich hoffe auch, dass viele zuschauen. Ich möchte auch nicht, dass sie denken, guck mal, wie Neandertaler. So. Keine Problem. Hol dir Zeit, möchte. Langsam, langsam. Kein Problem. Sehr schön. Der Nachbar ober dir, der Abu Ziege, würde dir gerne was sagen. Abu Ziege, du kannst gerne reden, wenn du willst. Bitte schön. Abu Ziege. Abu Ziege, willst du reden? Bruder, ich hol mein zweites Handy. Okay. Okay, ich hole mein zweites Handy und da schauen wir mal, dass die im Paradies Kinder bekommen und die Schwangerschaft sogar nur einige Stunden dauert. Ja, ja, machen wir gleich, Bruder. Hol dir erstmal dein Handy, Bruder. Sobald du es hast, sag Bescheid. Gib uns mal die Quelle, bitte. So. Alles gut. So. Wie heißt er? Tahir. Genau. Aziz, hörst du mich? So. Ja, ich höre dich. Das heißt, der Ort, also der Jannah, das Paradies bei euch, ist kein heiliger Ort, richtig? Wer hat das gesagt? Kannst du mir sagen, wer hat das gesagt? Nein, ich frage dich. Ist es kein heiliger Ort? Ja, das ist überheiliger Ort. So, das heißt, Paradies bei euch ist ein sehr heiliger Ort, richtig? Ja, genau. Sehr schön. Und in diesem heiligen Ort, gehst du auch aufs Klo? Nein, keine Menschen geht ins Klo. Okay, aber wenn du mit ihr Sex hast... Und auch in Hades. Aber wenn du mit ihr Geschlechtsverkehr hast, dann kommt ja was raus von dir. Das geht dann, muss sie sich waschen, duschen, geht sie aufs Klo? Wie das habt ihr gesagt. Ich habe euch gesagt, du kriegst keine Kinder. Das heißt, kommt gar nichts raus. Ich frage doch nur, das ist überflüssige, was von dir rauskommt, was passiert dann damit? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Er kommt. Ich frage dich doch, was passiert damit? Ich habe vorher geantwortet, ich habe gesagt, du bekommst keine Kinder, du hast keinen Stress. Es geht doch nicht um Kinder, aber von dir kommt doch eine Sache. So lange habe ich gesagt, du bekommst keine Kinder, das heißt, kommt gar nichts raus von dir. Ach so, das heißt, du kriegst nur einen harten, aber da kommt nichts raus. Ja, und du gehst auch nicht Toilette, das steht auch in Ahadith. Das ist was anderes. Okay. Du hast gar keinen Stress, null Stress. Das heißt, der geht nur hoch, du hast Gefühle und da kommt nichts raus. Ja, du kannst nur genießen. Glaubst du wirklich daran, Aziz? Jetzt mal Spaß beiseite. Ja, guck mal, du hast das nicht geglaubt, ja? Das ist was Lügerei, glaube ich, für euch, ja? Du glaubst jetzt wirklich? Aber wie du, guck mal, du hast das nicht geglaubt, obwohl das jetzt kommt von Allah und Allah kann alles machen. Aber wie du glaubst, bei Jesus ist nur ein Mensch. Du glaubst jetzt wirklich, dass du es... Wenn man jemanden stirbt, Jesus gibt ihm wieder die Seele. Wenn man jemanden blind mit Jesus kann wieder sehen... Glaubst du das? Und Jesus war nur ein Mann. Die Toilette auch und alles. Okay. Kannst du mir das erklären? Ganz kurz über diese Einzelheiten, da komme ich gleich dazu. Ich habe noch ein paar Fragen. Wir machen erstmal mit der Abu Ziege weiter, danach komme ich mit den Samenflüssigkeiten gleich. Kein Problem. So. Ich warte. Also, kann man in Jannah Kinder haben? Einige Gelehrten sind der Ansicht, dass Allah ihm diesen Wunsch erfüllen wird, wenn er im Paradies ein Kind haben möchte. Sie zitieren als Beweis dafür Tirmidhi. Hier, Sahih al-Tirmidhi. Warte. Und in einem Sunan von Abu Sa'id. Warte, lass Sahih al-Tirmidhi. Sahih al-Tirmidhi. So. Und weißt du, dass die Schwangerschaft nur einige Stunden dauert? Warte, lass nur die Nummer bitte, ganz kurz. 2563. Ich habe weitere Quellen, warte. Ich habe mehr Quellen. Warum lachst du? Findest du da Hadith lustig? Nein, nein, weil ich gucke, steht was anderes. Aber weiter. Schwangerschaft, das ist eine islamische Seite hier. Schwangerschaft und Geburt und Wachstum innerhalb einer Stunde stattfinden. Wie es in Albani in Sahih al-Jami eingestuft wird. Ja. Jetzt frage ich mich, Bruder Abu Khanjar, dann brauche ich ja hier keine Kinder zu machen. So, jetzt mache ich den Hadith auf in Tirmidhi. Ich brauche jetzt keine Kinder mehr zu machen. Genau. Weil da mache ich die im Paradies und die haben nicht meine Prüfung. Genau, Abu Khanjar.
Ja, also ganz ehrlich, sprich bitte meinen Namen normal aus, weil du bist da, glaube ich, kein Tier. Ja, alles klar, kein Problem. Du Okay, kannst beleidigen, kein Problem, das ist eure bist du nicht Charakter, ich werde fähig, euch nicht beleidigen. Bist du nicht Also, fähig, einen Abu Namen normal Khaljan, guck mal, auszusprechen? du kannst Arabisch, ja? Ich kann gar nichts. Kannst du Er bitte sagt, meinen hier Namen steht normal auf aussprechen? Arabisch. Sehr unhöflich. Er sagt, Sehr guck mal hier. unhöflich, bitte. Jami Sprich meinen Tirbidi. Namen normal aus, Habibi. Ich habe die Hier. Hadith in meiner The believers Hand. will he decide Lies bitte vor. a child Nee, in paradise shall be carried in prison born complete his again hour. Hier. Jami Tirmidhi, den Hadith genannt ich habe, den ich genannt habe, du bekommst ein Kind im Paradies und die Schwangerschaft dauert eine Stunde. Das Boah, ist die Quelle. Eine Stunde, Bruder, manche brauchen. Bruder, das ist Speedrun, ja? Das heißt, dieser Akt, den du machst, mittendrin, wenn du den Akt, also während, guck mal, mittendrin, wenn du SMX ja. machst, wird sie schon schwanger und dann ist das Kind schon auf dem Weg. Aber wie soll das rauskommen, Bruder? Okay, bist du fertig? Nein, nein, ich frage dich, und warte mal, du hast ja. Warte auf eine Bombe, bitte. Okay, während du mit ihr SEX machst, in dieser Zeit, sagen wir mal, du brauchst 20 Minuten, während das ist das Kind. Aber lass mich antworten auf ja. die andere, was hat Abu Zigger gelesen. Was willst warum du antworten? Fragst du und dann, warum fragst du und dann gehst du andere Frage? Langsam, ich haue nicht ab, ich bin hier. Okay. Also, Mr. Abu Zigger, was steht da? Du musst nicht lesen und antworten, wie du willst, damit du Islam schlecht machst. Ja? Steht Idashtaha, wenn er wünscht. Ja. Hast du verstanden? Ja, wenn er wünscht, kann er Kinder das haben. Heißt, das ist das Problem. Wenn du wünschst, du willst wie Allah, ich will das und das haben, du kriegst in einer Stunde ein Kind. Ja, alles, okay. was in Dunya in 9 Monaten oder 7 Monaten, ja. du kriegst in eine Stunde. Ja, danke schön. Ja, die Schwangerschaft dauert eine ja. Stunde. Da statt aber Pregnancy. Das ist ein Wunsch. Ja, ja Wunsch, okay. Und was habe ich anderes da, gesagt? Was du wünschst, da kommt schnell. Was habe ich anderes Aziz, gesagt? Aziz. Ja, hallo, ich antworte. Aziz. Braucht ihr keine Angst, lass mich nur antworten. Ich lasse euch doch, auch reden. Er gibt dir doch recht, alles in Ordnung. Aziz. Ja, lass mich weiterreden. Ich antworte noch, ich bin noch nicht Aber fertig. Du brauchst doch gar nicht antworten, du widersprichst ihm doch gar nicht. Er hat doch nichts anderes gesagt. Ach so, du brauchst meine Antwort nicht. Okay, aber er ich hat doch gelesen. Jetzt geht's weiter. Das ist doch Angst. Sehr schön. Das heißt, ja, der, wir Mann haben Angst hat, vor dir. Der Mann hat auch wahrscheinlich. Ja, du hast Angst, 100%. Du kannst nicht sagen, ja. Habe keiner hat Angst vor dir, Mann. Jetzt hör doch mal auf mit diesen Angst. Sag mal, wie alt bist du denn eigentlich? Aber wenn du keine Angst hast, dann lass mich antworten. Also, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 36. So, ich bin ehrlich, guck mal, hier schauen auch sehr viele Menschen, wahrscheinlich sehr viele Deutsche, und du zeigst, dass du sehr unzivilisiert bist. Nein, sehr viele Christen, du bist sehr viele Christen, wirklich, guck mal, du bist sehr emotional. Du bist nicht in Marokko, du bist in Deutschland. Bitte, so, ich bin emotional. Wir führen einen Dialog, bitte. So. Nein, meine also, Religion hast du ist Islam, so emotional. So wie ich jetzt verstanden habe, hast du ja keine Hoden im Paradies. Wie bitte? Also hast du im Paradies keine Hoden, TikTok sportlich. Keiner was? Hoden, Eier, unten. Wer hat das gesagt? Wo steht Nein. das? Auch? Gib mir deine Nein. Quelle. Er fragt ich frage doch. Dich, ich frage dich, weil du sagst ja, da kommt ja nichts raus, wenn du mit ihr SEX machst. Ja, aber gib mir Quelle, wo steht das? Ich frage dich doch, weil du hast gesagt, wenn du ja, diesen Akt mit ihr machst, da kommt ja nichts raus. Das heißt, die kann ja nicht schwanger werden, richtig? Sah? Okay, alles klar. Christen, die gehen auch Paradies, ja? Sah? Na, gib mir eine Antwort auch. Christen, die gehen. Ich gebe dir meine Antwort sofort. Christen, die gehen auch Paradies, ja? Bei uns, ich sag dir jetzt schon, Halleluja, bei uns gibt es keine irdischen Gelüste. Weißt du, was irdische Gelüste sind? Erdisch, das kommt von Erde. Also keine irdische Gelüste, keine hilft uns in die Erde oder was? Nein, guck mal. Irdische Gelüste heißt von Erde, richtig? Das heißt, auf die Sachen, die du hier Lust hast, wie zum Beispiel SIX, das hast du bei uns im Jannah nicht. Ja, also ihr habt Jannah auch, ja? Ihr habt Paradies. Nein, natürlich haben wir, Habibi. Als, ja. wir an Jannah geglaubt haben, gab es Islam noch nicht. Und kriegt ihr auch Eier in Jannah oder nicht, als Christen? Eier? Zum Essen? Ja, wie du willst. Du weißt, was ich meine, aber nein. wie gesagt... Das, nein. Das, bei dir ging es um Essen. Guck mal, das ist nur eine... Das ist ein Beweis, dass ihr Angst habt. Ich rede mit dir ganz ehrlich, aber du musst immer ausweichen. So. Also Eier zum Essen erstmal nicht. Zweitens, und auch wenn, wäre es nicht schlimm, weil bei dir geht es um andere Eier. Ja, das geht um die Hoden. Ja? Das heißt, die produzieren ja noch. Du hast auf meine Antwort nicht antwortet. Guck mal, tut mir leid, aber ganz du lachst viel, obwohl es gibt gar nichts lustig. Wir reden. Sowas nicht Wallah, ich schwöre, Wallah, ihr habt Angst.
Jannah im Paradies in der Bibel ist ein heiliger Ort. Das heißt, bei uns gibt es nicht solche perversen. Ach so, bei uns ist nicht heilig, ne? Habe ich das gesagt, ja? Aziz, solche perversen Gelüste. Bitte nicht heucheln, red mit wie ein Mann und bleib ehrlich. Warum redest du dazwischen, Aziz? Unterbrech ihn doch nicht. Hast du Angst? Hast du Angst, Aziz? Hast du Angst? Unhöflich. MashaAllah, Abu Hanja, du hast am Wald. Dankeschön. So, Aziz, ganz kurz. Wenn ich doch rede, dann bitte rede doch nicht dazwischen. Das ist sehr unhöflich, weil es sehr, 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 sehr anstrengend. So, er lässt mich auch nicht reden. Der redet wieder dazwischen. So. Wahnsinn. So, das heißt, bei uns im Paradies gibt es keine perversen Vorstellungen, auch keine perversen irdischen Gelüste wie im Islam. Deswegen frage ich ja. Das heißt, du hast SIX mit deiner Jungfrauen, die du bekommst, mit schwellenden Brüsten, Sura 80, Vers 33. Und das heißt, wenn du ja einen PENIS hast, aber du sagst selber, da kommt ja nichts raus. Das heißt, du hast mit ihr Geschlechtsverkehr. Du weißt, was Geschlechtsverkehr bedeutet, oder? Ja, ich weiß. Geschlechtsverkehr, also Verkehr. Ich meine nicht Autoverkehr, sondern Ich weiß, ja. Ich muss es sagen, nicht, dass du mich falsch verstehst. Willst du mich dumm machen? Ich sag dir nur Dankeschön. Das ist christlicher Charakter, ich muss das akzeptieren. Okay, so. Das heißt, bei euch ist das Paradies ein Ort, der wirklich nicht böse gemeint, der Gelüste, das heißt der Perversionen. Jetzt kannst du mir sagen, warum bekommt die Frau keine Männer, mit der sie jeden Tag mal vielleicht nichts machen kann. Sich vergnügen kann, genau. Ich gebe die Antwort. Darf ich jetzt reden? Ich stumme mich jetzt. Jetzt erwarte ich von dir wirklich eine ausführliche, detaillierte Antwort und ich bedanke mich jetzt schon bei dir. Vielen Dank. Das ist korrekt von euch. Also, Frauen, die bekommen auch Männer. Sonst, was bekommen wir? Wir bekommen Frauen. Wo steht das? Männer, Frauen bekommen Männer? Zeig mal bitte die Quelle. Das steht in Ahadith Azwajukum. Genau, lies mal kurz vor. Ich glaube, du weißt Ahadith besser wie ich, oder? Ich stumme mich jetzt. Zeig mal kurz die Quelle. Warte mal, mein Kuli. Moment. Okay. Genau, wir holen Kuli raus. Wir schreiben uns das auf, bitte, die Quelle. Okay, zeig mal kurz, wo steht, dass die Frauen auch Männer bekommen. So, yalla, Vater. Also. Ja. Du hast gesagt, Jannah ist ein heiliger Platz für uns. Und erstmal mit Frauen. Wo steht das mit Frauen? Quelle. Du kannst weitermachen. Du hast die erste gefragt, als wegen Jannah, heiliger Platz, und du machst geschlechtliche Verkehr und bla bla. Zweite Frage war wegen Frauen, ob die auch Männer bekommen oder nicht. Genau. Oder ich habe falsch verstanden. Das heißt, die Frauen bekommen jetzt auch Männer oder wie? Ja, ich gebe dir auch die Quelle, okay. Kein Problem. Entspann dich. Lass mich nur reden. Meine Bitte ist, lass mich nur reden. Mach keine Show, red einfach. Okay, alles klar. Also, das heißt, wenn du mit deiner Frau, also halal, ich rede immer über halal, nicht über Sex für 5 Minuten oder 2 Tage. Ich rede über halal, ihre Frau. Ja? Also, wenn du mit deiner Frau in einem Platz schläfst, das heißt, dieser Platz ist nicht mehr heilig, ja? Bei euch Christen. Wir lassen dich erstmal reden, bitte. Rede. Ich antworte und dann du musst mir auch was geben. Also wenn die Frau bei euch, also bei uns nicht, wenn du mit deiner Ehefrau schläfst, zu Hause, das bleibt auch ein heiliger Platz, weil wir beten auch zu Hause und alles. Das ist unser Platz. Wir machen immer sauber, immer gut, immer. Das heißt bei euch Christen, eure Häuser ist schmutzig oder was? Du kannst aufhören, über Christen zu reden. Ich möchte nur das Paradies bei euch verstehen. Ja, du redest über Islam, darf ich nicht über Christen reden oder was? Nein, ihr seid Diktatoren oder was? Nein, bitte. Kannst du mir kurz die Quelle geben, dass die Doch, und hast du Angst, dass ich eure Fehler rausbringe oder was? Wir haben Angst von dir. Wir haben 2000 Jahre Christentum auf dich gewartet. Kannst du mir kurz die Quelle geben, wo das steht mit Frauen kriegen Männer? Ganz kurz. Okay, sofort. Ja, bitte. Gib dir mit Nummer und alles. Vater. Der Stift ist draußen. Alles klar. Ja, Habib. Ich warte auf dich. Du kannst weiterlachen, kein Problem. Bitteschön. Und das ist so. So. أنا أحب الإسلام حقا وأتعلم وأنوض وأتعلم وأنوض وأتعلم الحمد لله والصلاة والسلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة رسول الله
له كل جمعة الريح الشمال في وجوههم ثيابهم ونحزنوا جمالا يرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا ويقول لهم أنهم والله قد ازددتم بعدما حسنوا جمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدما حسنوا جمالا أحاديث أخرى في السوق الجنة أنهم لا الله تعالى فيهم سبحانه وتعالى ليس بذلك الذي يمكن أن يشكل على كتب الحديث أن الله قال المرأة في قصرها وأما في المنات أثناء زوجها ومن ثم فلا تنال أهيب الأم الله تعالى وسمع كلامه وهذا ليس به لازم كما يشرك به الحديث والله قول الرجل هي عند وجوهه وقد توب الله الى قلبه قال الشيخ Da steht bei. Oh, achso, bist du da, Habibi? Jetzt, okay. So. Sag die Quelle, bitte. Ja, keine Ahnung. Stift ist bereit. Das ist christlicher Charakter, du kannst weitermachen. Stift ist bereit, ja, mach Quelle. Habibi ist ein sehr schönes marokkanisches Lied und das kenne ich schon seit der Kindheit. Bitte, fang an zu reden. Also, ja, so, du folgst auch Marokkaner, ja? Habibi, gib die Quelle. Gib doch die Quelle, Habibi. Die Quelle, Sheikh Ibn, Sheikh Ibn Tamimia. Was? Auf Deutsch, bitte. Bruder, was? Auf Amazigh? Deutsch. Auf Sheikh Ibn Tamimia, versteht du auch keine Deutsch? Habibi, bitte, du redest Amazigh mit mir. Bitte auf Deutsch, nicht auf Berberisch. Ibn Tamimia ist ein Name. Achso, Ibn Tamimia. Achso, jetzt neues System. Kann man die Namen auch übersetzen, oder was? Warte, Ibn Tamimia. Ganz kurz. Ibn Tamimia. Ich schreibe auch gerade Ibn Tamir, warte kurz. Ganz kurz, Ibn Tamir. Langsam. Und jetzt die Nummer. Mein Stift ist bereit, Habibi, die Nummer. Mach Ibn Tamir, mach Dings. Eigene Frauen, also eigene, meine Frauen. Was? Wenn eine Quelle Ibn Tamir eigene Frauen ist, dein Ernst? Ist das dein Ernst? Weiter lachen jetzt. Ibn Tamir eigene Frauen schreiben. Habib, was soll denn das? Bitte. Weil ich habe hier auf Arabisch. Ihr Bruder, sag doch mal die Zahl, was auf Arabisch steht. Ich werde euch nicht beleidigen, ich werde euch nicht lustig machen, weil das was ich von Islam gelernt habe. Habibi, was steht in eurer Bibel? Ihr kommt, weil das ist euer Glauben. Ihr könnt lachen. Oh Mann, guck mal, so ein bisschen gute Laune, Bruder. Warum immer so versteift? Warum immer so versteift? Kannst du später im Paradies sein, aber nicht doch hier. Abu Khanjel, ich habe mal eine Frage. Musik ist doch haram, oder? Ah, stimmt, das ist ja haram. Stimmt, das darf ja gar nicht. Nein. Bei euch ist nicht haram. Bei euch? Bei euch Frauen, die dürfen nackt rausgehen, ohne Kopftuch, ohne gar nichts. Musik ist halal, Alkohol, Schweinfleisch. Ich respektiere euch. Ihr könnt okay, wir reden gleich, ganz ehrlich, ich gehe sogar gleich auf die Bibel. Guck mal, ich geb dir sogar die Möglichkeit, wir werden gleich auf die Bibel gehen. Nur auf die Bibel. Mal gucken, ob du recht hast. Okay, sag. Aber Habibi, erstmal die Quelle jetzt. Ich warte, genau, mein Stift ist bereit. Quelle, die Nummer bitte. Die Frauen auch mit Männer oben. Aus der genau, ich habe aufgeschrieben, Ibn Tamir, weiter. Ja, Thema über eigene Frau in Gender. die Nummer, Habibi. Ja, du hast, ach so, hast du keine Internet? Habibi, Nummer, hallo. Ja, du hast gesagt, deine Stift ist bereit. Dann, ja. Oder so mein weiter. Stift heißt aber ich nicht. Ich habe dir die Quelle von Ibn Tamir. Welche Quelle? Ja, du hast deine Computer, schreib dir die Thema und dann siehst du. Wieso habe ich einfach gefunden auf Arabisch, aber du hast auf Deutsch nicht gefunden oder was? Habibi, die Nummer. Die Nummer. Wir möchten nicht mehr. Wir möchten weder über hier. Ich schwöre, ja. Ihr macht euch nur lustig. Ach komm. Wer lacht jetzt? Nur die Christen. Ach, komm.
Weil die sind in Euroseiter so oder so. Okay, du sagst doch nur, die Christen lachen. Hier oben sind doch nur Christen. Wer soll es auch? Ein Buddhist, Hinduist? Verstehe ich nicht. Natürlich lachen wir. Ich habe nicht gelacht. Also ich habe nicht gelacht. So, bitte geh drauf ein, bitte. Ich bitte dich. Ich meine so nicht böse, Habibi. Ja. Kein Problem, ich meine nicht. Wir Nasara, wir Christen, wir lieben dich. Du bist für uns wirklich gar nicht. Nein, stimmt nicht. Habibi, ganz kurz. Wir Christen, Weil in Johannes gibt Jesus. Johannes, es heißt Johannen oder heißt Johannes? Johanna. Auf, siehst du, wenn ich Arabisch rede, du sagst, nein, red Deutsch. Wenn ich auf Deutsch sage, du sagst. Okay. Wie, auf jeden Fall, wir lieben dich. Okay. In Johannes steht bei uns, wenn man jemanden nicht an euro Glauben ist, darfst du ihm nicht grüßen, nee, gar nichts. Stimmt das oder willst du sagen, Bibel? Wir machen das gleich, versprochen, ich verspreche dir sogar, Habibi, wir gehen gleich drauf ein, gerne sogar, weil ich liebe dieses Scheinargument. Erklär mir bitte die Quelle von Ibn Taymiyyah, dass die Frauen bei euch auch mit Männern poppen können. Okay, weißt du was, ich hole Quelle, du brauchst Nummer, ja? Alles genau. Alles. Ich möchte sehen, dass die Frauen oben auch mit Männern poppen können. Genau, ja. Stift ist bereit. Genau, warte. Ja. Hey so. Jungs, ich fühle mich gemobbt, ich habe keinen Stift, geht doch ein Akkuschrauber. Das geht auch, Bruder. Geht auch, ja. Ich bohre das in die Wand einfach, diese Quelle. Ich meißel die rein. Bruder, weißt du, was ich witzig finde? Also ein bisschen witzig. Du redest gerade, Bruder, aus der Baustelle, ne? Und weißt du, was schlimm ist? Hörst du mich, Abu Ziege? Ich höre dich, Bruder. Hör mal bei mir. Überleg mal, wir debattieren in der Baustelle. Wir haben keinen PC vor uns. Wir brauchen nicht mal sowas. Ja, ach, brauche ich schon lange nicht mehr. Schon lange, lange nicht mehr, Bruder. So. Wir debattieren aus der Baustelle, Habibi. Wir lassen nicht zu, dass jemand unser Herr verspottet. Wir sind immer bereit, auch in der Baustelle. Genau. Wir lieben unseren Herrn, Jesu al-Masih. Bruder, ich hab bis 8 Uhr morgens debattiert, ne? Die ganze Nacht durch. Hab ich gesehen, ja. Und dann bin ich auf Arbeit. Bruder, du bist sowieso ein gesegneter Bruder. Imam Ahmed. Okay, jetzt. Imam Ahmad rahimahullah fi riwayat al-Murdi. Aber ich dachte Ibn Tamir. Ja, Ibn Tamir, Imam Ahmad und gibt noch mehrere Quellen. Okay, gib. Yalla. Bei Yalla. Uns, guck mal, bei uns macht ihr keine Sorgen. Bei uns Yalla, gib Quelle. Aber Yalla, zum Beispiel bei euch Bibel auch selber, ihr habt keine Quelle. Ja. Ist doch schön. Wir haben, genau, die Bibel ist verfälscht, keine Quellen. Okay. Ja, wer hat Bibel geschrieben? Genau, das war Ahmad. Kannst du bitte die Quelle geben? Ja, wer hat Bibel geschrieben? Ahmad. Gib mir doch die Quelle jetzt. Mach weiter. Ja, ich hab euch. Ach so, hast du nicht gehört? Ich sag nochmal. Al-Imam Ahmad, rahimahullah, fi riwayat al-Murudi. Kannst du jetzt mal auf Deutsch reden, dann wir die Quelle aufschreiben? Al-Imam Ahmad. Ja. Imam Ahmad, das ist. Kennst du das nicht? Ja, alles gut. Mach weiter. Ja? Erzähl. Fi riwayat al Schreib einfach Al-Marudi. Riwayat Marudi. Schreib nur so. Auf Deutsch. Kannst du das aufmachen für uns? Du hast ein zweites Handy. Mach mal kurz die Kamera. Handy. Mach auf. Bitte. Zeig mal. Ja, ihr könnt ja keine Arabisch, das ist das. Nee, wir haben es aufgeschrieben, die Quelle haben wir jetzt. Aber kannst du bitte die Kamera anmachen und danach bitte vorlesen, dass die Frauen auch mit Männern, mehrere Männer poppen können im Paradies. Genau. Bitte, Vater. Was war ja deine Aussage? Also für uns ist es ja natürlich schlimm. Ja, es ist aber besser für euch, wenn es nicht drin steht. Wenn es drin steht, ist es ja nur besser für uns. Und du widerlegst dich selber und mach weiter. Kannst du mir Erlaubnis geben, dass ich Kamera aufmache? Genau, kannst du machen. Eine Achso, er hat zu wenig Follower, Bruder. Die Quelle ist sogar eher für unser Vorteil. Deswegen er hat zu wenig Follower, Bruder. Das ich drücke, aber gibt nicht. Ja. Er hat zu wenig Abonnenten. Um einer. Schau dir in diesem live zu sehen. Nein, geht nicht. Achso, übersetz auf Deutsch und lies mal vor. Alles klar. Eine schreibt, die sind alle wegen Bürgerkette. Ja, ich hab's gesehen, die sind wegen. Okay, jetzt siehst du mal auf Deutsch.
Guck mal, das ist so kindisch, was er macht. Bisschen Humor, Habib. Warte doch ganz kurz. Wieso fühlst du dich immer so angegriffen? Wir machen doch Spaß. Wir machen doch ein bisschen Spaß. Nein, das, ja, bei Religion, ich mache keinen Spaß. Weil was, ich du sagst vorhin, Allah hat den WhatsApp. In meiner Religion. Du hast gesagt, Allah hat WhatsApp. Aber so sind die Christen, ich schwöre. Du hast gesagt, auch Allah hat WhatsApp. Was? Du hast gesagt, Allah hat WhatsApp. Nein, ich habe dumme Frage bekommen, ich habe dumme Antwort zurückgegeben. Habibi, ganz einfach. Habibi, du hast gesagt, Allah hat WhatsApp. Ja, was kommt als nächstes? Tinder? Ja, weil du hast mich gefragt, warum bist du nicht 30 Jahre im Gender, wenn du reinkommst? Habibi, guck mal, du sagst zu mir, er macht euch lustig. Ja, nein, das heißt, ich über die Religion lustig, weil du machst dich selber lustig über deinen Gott. Du sagst, ja, guck mal, gib Allah mir nur eine Antwort. Wer hat Bibel geschrieben? Der Quelle von Bibel. Wieso jetzt Bibel? Lies doch deine Quelle vor. Wir machen Bibel gleich, Habibi, aber lies doch erstmal den Quelle. Guck mal, mein Lieber, das ist deine Aufgabe. Du hast gesagt, gib mir die Quelle, habe ich dir gegeben. Genau, jetzt lies vor. Weil ich bin sicher, du hast das gelesen. Nein, und du hast das nicht ganz kurz. Ich habe es eingegeben, da kommt gar nichts in Google. Ich bin ehrlich zu dir, da kommt gar nichts. Guck mal, das stimmt. Ibn Timimi, Imam Ahmed, habe ich euch das weitergegeben? Mhm. Ja, wir haben jetzt auch... Schreib nur diesen Namen. Okay, ja. Habibi, mal, wir haben gegoogelt. Du kannst Deutsch besser als ich. Schreib nur diese zwei Namen und schreib dir das Thema vor. Das, okay. Ganz einfach. Ich bitte auf dich. Deutsch kommen die Quellen nicht, wenn du sie auch auf Arabisch eingibst. Sag uns, aber schlechte Sachen kommen bei euch einfach. Genau. Sag uns, nee, das ist ja schlecht. Wir würden uns freuen, wenn wir diese Quelle haben. Wir wollen doch nicht wollen das haben. Wir freuen uns. Das ist gegen dich, das checkst du nicht. Aber egal, weiter. Genau. Genau, sag uns bitte, welches Buch, welches Band, Kapitel und dann suchen wir das. Genau. Buch so und so, Band so, Kapitel so, Seite so. So steht jede Quelle da. Ich habe dir gesagt, Riwaya Al-Marudi. Vorlesen. Gib doch mal die Quelle, damit der Bruder Abu Zige, weil Abu Zige ist unser Server, der hat alles. Deswegen gib mal kurz ein, weil er wird die rausbekommen. Das ist für uns gut. Server, die Quelle ist für uns. Ich habe ihm nur diesen Namen gegeben, wie er Server ist, die kann die Namen schneller rausbringen. Ich glaube, der liest jetzt. Diese Quelle ist für uns so wichtig, das glaubst du gar nicht. Wir werden sie hops nehmen, jeden Tag. Okay, ich habe nur mal gefunden von diesem Hadith. One dollar for Chihuahua. Was? Chihuahua oder was? Lies auf Deutsch. Guck mal, Al-Qurtubi Rahimahu. Auch gibt noch eine Quelle, Al-Qurtubi. In 1932-10476. Wird Abu Zige, bitte schreib auch auf, Bruder. Okay, ich wiederhole, aber langsam, damit ihr alles merkt. Okay, warte. Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Ja. 1, 9, 3. 9, 3. 9. Was? 1, 9, 3, 2. 3, 2. Ja, und das ist auf welchen, also der Tafsir von? Warte, noch nicht fertig. Strich 110476. Strich 110476. Ich wiederhole, 110476. Ja. So, Tafsir al-Qurtubi 1932, Strich, also du weißt auch, also Minus oder was meinst du mit Strich genau? Ja, Minus. Okay, 110476. Sehr schön. Und meine Sekretärin hat schon aufgeschrieben. Sehr schön. So, jetzt googeln wir mal ganz kurz. Guck mal, du kannst googeln, ja? Ich hab euch die Quelle gegeben. Du kannst langsam gucken, ja? Aber bis jetzt, gib mir Quelle, wer hat Bibel geschrieben? Okay. Machen wir alles gleich. Wir machen es alles gleich, alles gut. Ach so, gleich. Ich gebe euch auch sofort. Mhm. Ihr seid zu dritt, ich bin alleine. Muss einer von euch Quelle von der Bibel suchen? Wer hat Bibel geschrieben? Alles gut. Gib mir bitte die Namen. Gut, beruhig dich doch, alles gut. Also zwei sollen mit mir bleiben, ja, einer soll meine Antwort suchen. Alles gut. Ja, wir haben doch Angst von dir, warte doch kurz. Ich weiß. Also wie bei mir kommt auf jeden Fall keine Quelle raus, Bruder. Aber oder ich dachte, das sind die Das Lotte. Kann doch nicht das sein. Das kann doch nicht sein. Tafsir al-Qurtubi 1, also Bruder, ich weiß nicht, ob es eine Telefonnummer ist. Ich wiederhole. Bruder, ist es eine Telefonnummer von Marokko? Bruder, das sind Lottozahlen. Das ist das guck mal, das Problem, ich weiß. Guck mal, Leute, die kommentieren, ja, obwohl ihr seid Christen. Aha. Guckt ihr bitte,
Tafsir al-Qurtubi, also Tafsir ist Bruder, da kommt nichts, das ist in der Hotline oder so. Nein, lasst Leute, die die Kommentare oder ein paar Muslime, die in den Kommentar suchen. Tafsir al-Qurtubi, schreib nur al-Qurtubi. Ja, Tafsir aber hast du vielleicht... Ja. 1, 9, 3, 2, minus 1, 1, 0, 7, 6. Ich weiß, ihr habt das gefunden, aber ihr könnt das nicht lesen. Diese Habibi, diese Hotline, die kommt nicht. Habibi, wir wollen nicht die Lottozahlen von letzter Woche. Wallah, ihr habt das gefunden, aber ihr könnt nicht lesen. Ihr habt keine Eier, sowas zu lesen. Die Lottozahlen. Wahnsinn, Bruder, Wahnsinn. Ja, Kollege, kein Politiker. Aber das kommt nicht. Ihr macht das mit jeder, guck mal, damit ich meine Nervosität zeigen. Ich werde euch beleidigen. Und einer von euch sagt, nein, schmeiß ihn raus, schmeiß ihn raus. Keiner beleidigt dich. Passt das nicht. Wir wollen, guck mal, wir freuen uns über diese Quelle. Wir wollen sie unbedingt haben. Wir freuen uns wirklich jetzt. Okay, kein Spaß. Aber zu welcher Sure und zu welchem Vers ist der Tafsir? Sag mir, warum habe ich die Quelle gefunden? Nein, und zu welchem Vers ist dieser Tafsir auch erstmal? Zu welchem Vers? Abu Khanja, du kannst Arabisch. Du kannst auf Arabisch schreiben in Google, oder? Wo hilft deine Brüder? Habibi, zu welchem Vers ist dieser Tafsir erstmal? Das ist nicht Vers, das ist Hadith. Okay, zu welchem Hadith? War Qurtubi steht im Koran oder was? Nein, erklär mir mal bitte Tafsir zu welchem Hadith, bitte langsam, beruhig dich. Nein, ich beruhige mich, warte, ich schlag meinen Kopf mit dem Glas. Was bedeutet beruhig dich, Kollege? Ich rede ganz nett mit euch. Er sollte beruhigen, weil er hahaha und so. Habibi, wir wollten eine Quelle, du gibst die Lottozahlen. Yalla. Weil ich bin sicher für meine Religion. Tafsir von was? Warte, einer hat gesagt, schreib im Kommentar. Nein, nicht Kommentare. Tafsir von was? Nicht von Lottozahlen, Habibi. Warte. Tafsir von was? Tafsir, dass du mit deiner Frau in Jannah triffst? Nein, nicht ich. Darfst du auch? Du hast gesagt, Frauen kriegen mehrere Männer. Und das geht's ja. Mehrere Männer? Hast du gesagt? Wallah, ich hab nicht gesagt. Wir reden die ganze Zeit über diese Sache. Willst du mich verarschen? Guck mal. Was? Ihr seid Heuchler. Glaub mir. Ich habe gesagt, Männer kriegen Frauen, Frauen, die kicken Männer. Aber ich habe nicht gesagt, mehrere Männer. Hör mal zu, du Munafik. Leute, du bist großer Munafik. Hast du alle gehört, dass die Frau mehrere Männer bekommt? Wallah, ich habe gesagt, Frauen auch, die kriegen Männer in Jannah, nicht mehrere Männer. Sind Männer Plural oder Singular? Guck mal, Frauen. Sind Männer, ich frage dich jetzt, sind Männer Plural oder Singular? Bitte geh auf die Frage ein. Sind Männer Plural oder Singular? Sind sie Plural, sind es mehrere? Ja, jetzt ist Plural ist. Ihr denkt, das ist irgendeine Wassermarke oder sowas. Habibi Aziz, entstumm dich. Plural oder Singular? Boah, Bruder, wir reden die ganze Zeit um den heißen Brei. Wir haben es gefreut. Und er sagt, nein, nur eine Mann. Ey, das wissen wir doch. Guck mal, ich habe nicht gesagt, eine Frau. Singular. Eine Frau kriegt mehrere Männer. Ich habe gesagt, Frauen kriegen Männer. Was heißt Männer? Du hast gesagt, Frau kriegt Frauen. Männer. Was soll ich sagen? Du hast gesagt, Frau kriegt Männer. Du müsstest sagen, Frau kriegt ihren Mann. Wallah, du bist eine Lügner. Okay, nein, das hast du so gesagt. Wir machen es anders, ganz kurz. Bekommt eine Frau mehrere Männer? Nein. Sehr schön. Warum reden wir dann die ganze Zeit über ein Thema und du sagst, das habe ich nicht gesagt. Guck mal, mehrere Ohren. Du hast gesagt, gib mir Beweis, dass die Frauen Männer bekommen. Ich habe gesagt, Frauen kriegen auch Männer. Guck mal, das passiert daher, wenn man nicht so gut Deutsch kann und hochkommt und sich dann total blamiert, weil es ein Missverständnis gab, weil du der Deutsche bist. Blamieren ist bei euch. Das ist das Problem. Ja? Ein Problem der Kommunikation, weil dir fehlt leider die Kenntnis. So, zurück zum Thema. Nein, ich habe Kenntnis an meiner Religion. Meine Probleme in der deutschen Sprache. Okay, sehr schön. Das heißt, oben im Paradies, ich sag's nochmal, Abu Ziga hat doch gezeigt, dass die Schwangerschaft, eine Stunde dauert. Ne? Sehr schön. Das heißt, während du mit ihr SEX machst, während du gerade mit ihr machst, wird sie schwanger. Aber wie wird sie schwanger? Indem du bei ihr rein... Oder? Wo in Dunya oder in Paradies meinst du? Im Jannah. Du musst deine Frage... Es geht alles nur um Jannah. Es geht nicht um die Dunya. Alles um Jannah. Sehr gut. Okay. Wer hat gesagt, dass die Frau, dass du Kinder bekommst? Du musst das wünschen von Allah. Hier, unerwünscht, du kannst mit einem Kontakt mit einer Frau haben, ob deine Frau oder nicht, bekommst du Kinder. In Jannah, nein. Es gibt keinen Stress. Habe ich das vorher gesagt. Okay, es gibt keinen Stress, aber es gibt Gefühle.
Er gibt Gefühle, das ist Belohnung. Aber Stress, nur gutes Gefühle, Gefühl. Aber Stress ist doch ein Gefühl. Du wirst nie sterben. Also da machst du keine Stress. Tote, du wirst deines Horlein bekommen, du wirst Obst bekommen, essen und du gehst nicht Toilette. Kannst du das auch erklären oder glaubst du das nicht? Okay, das heißt, du isst im Paradies, aber du gehst nicht kacken. Sehr schön. Das heißt, du isst im Paradies, aber gehst nicht aufs Klo. Ja, du isst und du gehst nicht ans Klo. Okay, das heißt, du hast unten keinen Anus. Ja, du hast nicht. Ein Anus hast du nicht, aber einen Penis hast du. Ja. Das heißt, wenn du einen Penis hast... Warte. Wenn du Toilette gehst und du kackst, sorry für diese Wort, willst du genießen auch oder was? Ich habe dir gesagt, nur die Sachen, wo du genießen kannst. Habibi, chill doch. Er stellt dir doch jetzt eine Frage. Wird doch nicht so emotional. Ganz ruhig. Was meinst du, chill doch? Was habe ich gemacht? Habe ich dir beleidigt? Bleib doch locker. Warum? Ich bin nicht jetzt locker oder was? Nein. Aziz, bitte. Das heißt, ich schwöre, das ist nur Politik. Warte, Aziz, du schaffst nicht. Beruhig dich. Das heißt, wenn du keinen Anus hast, hast du auch keinen Hahn, also keine Harnröhre vorne am Penis, richtig? Das heißt, du hast kein Loch vorne. Du willst mich verarschen. Nein! Das war eine ernste Frage. Du bist, dass du dumm bist, aber ich sag dir nicht dumm. Du bist kein dummer Mensch. Du darfst im Paradies SIX machen, aber da kommt nichts raus. Und du gehst auch nicht aufs Klo. Das heißt, du hast auch vorne keine Harnröhre. Ja, habe ich dir vorher gesagt, du schmeißt keine Flüssigkeiten, du gehst nicht Toilette, ja, oder nicht? Dann warum fragst du nochmal? Ich will es doch genau detailliert verstehen. Das heißt, im Paradies, im Islam... Will die nicht verstehen, das heißt, ich will nicht weiterreden. Ich will keine schlechte Worte sagen. Aber guck mal, ganz ehrlich, wenn dein Kind dich später fragt, deine Tochter, Baba, ja? Ich habe eine Frage. In Sure 78, Vers 33 steht, dass der Mann Jungfrauen bekommt mit schwellenden Brüsten. Da musst du ihr auch erklären. Da darfst du dich nicht schämen. Nein, nein. So, dann wird sie auch fragen, ja, Papa, wie? Ja, ich werde erklären. Ja, kein Problem. Was? Du wirst es deine 14-jährige Tochter erklären, dass man Frauen mit schwellende Brüste bekommt? Das okay, wenn meine 14 oder 12 oder 9-jährige fragt mich, soll ich dir sagen, verpiss dich? Das geht nicht, das ist respektlos. Nein, weißt du, was respektlos ist? Vielleicht bei euch ist er laut, bei uns nicht. Ich sag dir, was respektlos ist. Ganz bei kurz. Uns, Lahaya Avidin, schämst du dich nicht über deine Religion? Lahaya Avidin. Nein, ganz kurz. Und wir sind stolz für unsere Religion. Mashallah, ja, weiter. Okay. Alhamdulillah. Sehr schön. Dann frage ich mich, überleg mal, deine 14-jährige Tochter steht vor dir und sagt, Baba, ein Mann, ein wahrhaftiger Muslim, bekommt im Paradies Frauen mit schwellende Brüste. Es gibt 9 Stellen im Koran, die das erklären. Dann gab es noch Hadith, die es auch noch sehr detailliert erklären, mit 72 Jungfrauen. Jetzt frage ich dich nochmal. Du erklärst deine Tochter, die in der Pubertät ist und den Koran gerade verstehen will, dass ihr Ehemann, ihren zukünftigen Ehemann, ja, dass er wahrscheinlich im Paradies noch 71 andere Frauen bekommt neben ihr. Und mit diesen Frauen. Wie hat gesagt 71? Wo steht 71? Es sind 72, aber die eine ist deine Frau. Deswegen sind es 71. Ganz kurz. Deine Ehefrau kommt auch mit im Paradies. Ganz kurz, ja. Hör zu. Die Frage ist jetzt für mich: Denkst du, wenn deine Tochter zu dir sagt, ey, ich komme mit meinem Baba, sowas will ich nicht, das ist pervers, wie würdest du antworten? Was werde sie sagen? Baba, ich will das nicht haben? Was meinst du? Weil das ist pervers. Das ist eklig. Wenn sie überhaupt schafft, Jenna zu reinzukommen, dann darf sie entscheiden. Nein, es geht nicht darum, ob sie es schafft. Aber wenn sie zum Beispiel zum Christentum konvertiert oder so, dann sie hat keine Chance mehr. Sie soll nur Heuchlerin sein und so. Nein. Sie muss TikTok-Lives machen und Lügerei. Nein, ich will keine Kopftuch machen. Ich muss nackt raus. Islam ist scheiße, Islam ist Terroristen. So soll sie machen. Ich habe verstanden. Vom Thema. Das hat doch gerade mit dem nichts gar nichts zu tun. Doch. Außer wenn du deine nicht verstehst. Deine Tochter sagt zu dir, ich möchte nicht an einen Gott glauben, der meinen Ehemann, meinen Bruder und meinen Vater und meinen Opa Jungfrauen im Paradies verspricht mit schwellender Brüste. Sure 78, Vers 33. Was willst du antworten, wenn sie sagt, sowas will ich nicht? Also ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Sie ist 11, ja? Und sie liest Koran, ja, auf Deutsch, weil sie immer noch, sie geht arabischen Unterricht, langsam. Sie muss Arabisch lernen, damit niemand sie verarscht über ihre eigene Religion. Und sie selber sagt zu mir, guck mal, was Allah zu uns gemacht,
ich bin froh, dass wir Muslimen sind. Meine Tochter sagt zu mir so. Sie und mein Sohn. Das war aber nicht was die Frage. Was willst du jetzt antworten? Das war nicht die Frage. Doch, doch, sie hat mich gefragt. Was wärst du machen, wenn deine Tochter sagt, ich möchte nicht glauben an einen Gott, der dir so ein Paradies macht. Genau, kennst du den meine Vers Bruder, schon? Meine Sohn, ja. Aber kennst ich habe ihm Antwort gegeben. Meine Tochter liest Koran vielleicht mehr als ich, ja. Und sie ist sehr, sehr, sehr zufrieden von Islam. Weißt du warum? Weil sie hat ein Gehirn. Sie versteht Islam und sie ist nicht emotional. Sie weiß, was Gott uns gibt, was es verboten ist, ja. Also sie ist zufrieden, weil aber, sie versteht. Aber Leute, die die nicht verstehen, die haben Hass gegen Allah. Aber Hass ist so anstrengend für dich, einfach nur meine Frage. Guck mal, ich habe noch nicht fertig gemacht. Das ist nicht Respekt von euch. Das ist respektlos. Aber du antwortest nicht, Habibi. Ich gebe... Nein, willst du sagen, ich gebe dir nicht den Antwort, was du willst. Nein. Ich antworte. Deine Tochter sagt, Papa, wenn das wirklich so im Koran steht, dann möchte ich diesen Glauben nicht, weil das ist pervers. Wie würdest du antworten? Was meinst du nochmal? Meine Tochter, was sagt? Wenn deine ich will Tochter, jetzt an Koran wenn, und an Islam, meinst du, ja? Nein. Wenn deine Tochter das liest und sagt, Baba, kannst du mir erklären, was in Sure 78, Vers 33 steht? Da steht, dass mein Vater, mein Bruder, mein Opa, mein Onkel, mein Ehemann... Du hast selber Frage wiederholt. Ja, damit, du verstehst doch meine Frage sonst nicht. Ich muss es doch lang... Nein, ich hab verstanden. Und sie sagt zu dir, Papa, ich möchte nicht aber an einen Gott glauben, der meine Familie, die männlichen, auch meinen Ehemann, Jungfrauen mit schwellender Brüste verspricht. Das ist eklig und pervers. Sowas will ich nicht. Was würdest du antworten zu ihr? Ich werde sie sagen, du kannst andere Religion nehmen, kein Problem. Hast du jetzt so nichts dagegen? Also wenn sie das sagt, aber ich habe dir gesagt, meine Tochter oder die meistens die Muslimen, die sind sehr, 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 sehr zufrieden mit Islam und die verstehen, warum Allah uns das sagt. Wie würdest du reagieren? Du sagst, für dich wäre okay, wenn sie den Islam verlässt, richtig? Ja, sie darf entscheiden. Wenn steht nee, in Islam, wala ikraha fi din. Ich akzeptiere. Darfst du keine Druck für einen Mensch zu machen? Habibi, Kollege, ich rede. Aziz, warte doch, ja. Warum gibst du Antwort und du rissst sofort? Nein, ich akzeptiere deine Antwort. Er stimmt dir doch zu. Ja, lass mich nur weiterreden. Er stimmt dir doch zu. Aziz, ich stimme dir zu. Okay, ich akzeptiere deine Antwort. Alles in Ordnung. Das heißt, Aziz hat gesagt, bitte an den Kommentaren, an den Leuten, für ihn wäre okay, wenn sie den Islam sogar verlässt. Du hättest kein Problem damit, richtig? Sie kann auch Atheist werden, nicht an seinen Glauben. Aber meine Tochter oder Kinder von den Muslimen, die machen das nicht. Das haben wir verstanden. Weil, Alhamdulillah, die haben immer im Herz. Aber eure Kinder, eure Community. Euro Kinder, was für Euro Kinder? Mach jetzt mal. Ja, Euro, also viele Kinder. So. Gehst du, warte. Gehst du sonntags in die Kirche? Warte, bist du fertig? Bitte. Warum gibst du kein. Ich antworte, aber ich frage, wie Bibel? Wo ist die Quelle von der Bibel? Wer hat Bibel geschrieben? Keine Antwort. Jetzt, ich frage dich, du und Abu Hanja, gehst du sonntags in die Kirche? Okay. Das ist so anstrengend. Bitte, sehr anstrengend. Weil ihr seid auch geduldig. Ungläubiger. Ihr redet nur, ihr sammelt Likes und Geld von TikTok und ihr benutzt Religionen als ein Geschäft. Sehr anstrengend mit dir. Bitte. Nein. Das heißt, für dich wäre okay, wenn deine Tochter... Anstrengend, habe ich euch beleidigt? Also, habe ich was bitte gesagt? Ruhig sein? Man verdient kein Geld mit TikTok. Aziz, man verdient kein Geld mit TikTok. Nein, überhaupt nicht. Doch, mein Lieber, doch. Das sind Cents, was du hier verdienst. Guck mal, Lügerei ist nicht gut. Du weißt, das Oha, ist gut. Ja. Ist doch schön. Weißt du was? Wir verdienen Millionen davon. Okay. Also bitte zurück zum Thema. Bitte. So, das heißt, für dich wäre es okay, wenn deine Tochter, Gott bewahre, Immer gleich Antwort, Frage. Bitte, warte doch. Du hättest nichts dagegen, wenn deine Tochter sogar den Islam verlässt und sogar Atheisten wäre. Sehr schön, habe ich verstanden. Du hättest nichts dagegen, du hättest deine Tochter trotzdem geliebt über alles, richtig? Was steht in Islam, mein Lieber? La ikraha fid din. Du darfst nicht jemanden an Religion mit Gewalt bringen. Danke, da wollte ich hinaus. Dankeschön. La ikraha fid din. Oh, weißt du, was du gerade gesagt hast? Das ist im Koran, nicht sogar in Hadith. Abu Ziege. Ihr habt jetzt gehört, was er gesagt hat. Es gibt ja, die haben alle gehört und ich stimme zu. Aziz, kannst du bitte kurz ruhig sein? Ich rede doch. So. Aber guck mal, wie viele Fragen hast du mir noch gefragt? Ich brauche Antwort zu meinen Fragen. Sag mal, geht's eigentlich noch? Hast du einen Hängen? Wallah, ihr habt Angst. Guck mal, bei jeder Frage von dir
Du gibst mir nächste Frage. Hallo. Ich brauch Antwort. Bist du schwer vom Begriff? Guck mal, ich bin alles. Der ist ja komplett hängen geblieben. Was ist los mit dir überhaupt, Aziz? Warte doch ganz kurz. So. Bruder, sag ihm das mit der Bibel. Ist du jetzt nicht so. Bruder, Herz, ach, der will es doch eh nicht verstehen. So. Das heißt, ihr habt alle gehört, er hätte nichts dagegen, wenn seine Tochter sogar Atheistin wäre, weil es gibt keinen Zwang im Glauben. So. Aber Aziz möchte wahrscheinlich die Scharia haben. Richtig, Aziz? Du möchtest doch die Scharia haben. Nein, aber stopp. Du kannst dich weiter fragen. Gib mir nur eine Antwort und du kannst wieder deine. Ich hab doch nicht mal die Frage gestellt. Ich hab nur gesagt, warte. Wer hat Bibel geschrieben? Gib mir die Quelle von der Bibel. Aziz, ganz kurz. Die Bibel ist doch verfälscht. Und dann kannst du mit 1000. Guck mal, ich gebe euch nur eine Frage. Du gibst mir 10 Fragen. Kein Problem, ich akzeptiere das. Warte doch ganz kurz. Ist die Bibel verfälscht für dich? Ja, 1000%. Sehr schön. Warum reden wir dann über ein verfälschtes Buch? Sonst warum steht im Alten Testamenten anderes und Neue Testamenten was anderes? Also, warum bei Barnabas ist anderes, bei Johannes ist anderes, bei Protestant das anderes, Katholik ist anderes? Sagen wir mal Barnabas. Barnabas, ich habe eine Frage, aber leider kann ich euch nicht schicken. Steht in Barnabas, kommt ein Prophet, heißt Mohammed. Nicht Mohammed, sondern Mohammed. Genau, genau. Kannst du mir bitte besser was sagen? Ja, du kannst Prophet beleidigen. Ich werde Jesus nicht beleidigen. Nein, nicht beleidigen. Du hast ihn so ausgesprochen, Mehmet. Wo steht Mehmet? Du hast ihn lustig. Er steht in Barnabas. Steht so. Mal vor, wo steht Mehmet? Das geht an Dialekten. Ist das dein Ernst? Bei uns, wir sagen Mohammed. Bei Christen, die sagen Mohammed. Nicht Mohammed. Auf Arabisch heißt es Mohammed, nicht Mohammed. Nein. Mohammed. 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 Ich bin Araber, Kollege. Willst du mir meine Sprache? Araber. Ich bin schlicht bei deutscher Sprache, okay. Aber bei meiner Sprache nicht. Alles gut. Nein, ich bin Araber. Ich kann kein Berbisch. Es gibt kein Araber. Und ich liebe die Berben auch. Alles gut. Du, weißt du was? Du bist sogar aus Saudi-Arabien. Kannst du mir bitte kurz die Frage beantworten? Barnabas, bitte lies vor. Ich habe den nicht dabei, Kollege. Warum redest du dann über Barnabas, wenn du nicht mal vorlesen kannst? Aber ich habe gelesen, Wallah, okay. Ich war auf meinen Glauben, ich habe gelesen. Ja, kommt ein Prophet, der heißt Mohammed. Okay, wir stummen uns jetzt, holst du ihn Google, bitte google mal ganz kurz und lies mal kurz vor über Mohammed, yalla. Okay, warte. Red jetzt weiter, du kannst weiterreden, ich suche. Ja, bitte lies vor. Aber nein, nicht. Weißt du, was bedeutet, red weiter? Gib mir die Quelle von der Bibel und ich suche dir... Ich? Du hast doch gesagt, es steht in Barnabas. Dann liest doch in der Barnabas vor. Du bist doch jetzt in der Beweispflicht. Du hast ja was behauptet, dann zeig mir doch mal, wo das steht. Genau, weil über Barnabas kenne ich mich gut aus. Deswegen warte ich nur, bis du was vorliest, weil ich gebe dir Knockout. Lies mal vor, bitte. Bitteschön. Er wird gleich bereuen, dass er über Barnabas geredet hat. Ja, ganz, ganz schön. Du weißt, warum, ne? Ich weiß ganz genau, warum. Das war nicht gut. Das war nicht gut von ihm. Riesiger Fehler. Das war ein ganz großer Fehler. Ich mache mal in der Zeit Musik an. Und ich wusste auch gar nicht, dass der Barnabas heißt. Ja, wusste ich auch nicht. Also ich kenne den türkischen Namen Berna, aber Barnabas? Komisch. Wir holen wieder unser Stift raus. Und jetzt sind wir wieder gespannt auf seine Quelle. Mein Stift, und mich jetzt auch holen. Moment. So. Wir sind bereit. Wir warten jetzt auf Barnabas, Asi. Genau. Sag ich Barnabas. So. Leute, genau, in der Zeit folgt alles Abu Hanta und Abu Ziegel. Lieber Christen in die Kommentare. Siehst du eure Christen? Lass die doch haben keine Christen in Kommentare. Alles lass doch jetzt, bitte. Du hast 10 Cent bekommen, oder? Glaube ich, ja. Dankeschön. Die schenke ich dir sogar. Warte, ich schenke dir sogar eine Rose. Moment. Nein, ich arbeite und ich zahle Steuer für euch, weil ihr seid arbeitslos die ganze Zeit in TikTok. Ja. Ich schwöre, ich zahle Steuer. Sogar ich habe kleine Gewerbe und ich arbeite noch Minijob. Mashallah, sehr schön. Ich zahle Doppelsteuer. Alles gut, sehr schön. Wir freuen uns für dich. Ich wollte das nicht vorher sagen, weil die schreiben Borger Geld. Alles gut, alles gut. Jetzt machen wir Barnabas, oder? Ja, bei Barnabas. Ja, zeig mal. Siehst, ich will dich nicht beleidigen, ne? Aber für Kleingewerbe zahlst du keine Steuer, mein Freund. Oh. Doch, Kleingewerbe ist steuerfrei. Nein. Ja, guck mal, du kannst von mir was lernen, ja? Bei Kleingewerbe, du kannst Geld verdienen bis 17.000. Ja, und was zahlst du davon Steuer? Wenn du mehr als 17.000 verdienst,
zahlst du Steuer. Aber bis 17.000 zahlst du keine Steuer und du hast keine Mehrwertsteuerrückführung. Also du bezahlst gar nichts. Ja, aber ich zahle. Ich schwöre, ich zahle. Okay, weißt was? Aber nächstes Jahr, ich brauche nur Mitarbeiter, nächstes Jahr, ich werde große Gewerbe machen. Ganz kurz, du bist GmbH sogar. Kannst du mir jetzt die Quelle geben von Bernabas AB? Stift ist klar. So. Mach nur denkst du, La Paps Bernabas. Was? Wie bitte? Oder Pfarrer Bernabas. Was? Warum Papst? Verstehe ich jetzt nicht. Pfarrer? Ja, weil du hast gesagt, Bernabas Abi. Ich habe gesagt, warum Papst? Wir können christliche Seite finden. Aber wir sind nicht mal Katholiken. Wolltest du uns provozieren? Hä? Guck mal, ausweichen. Bis ausweichen? Jetzt keine Antwort. Du beleidigst Antwort. Gerade Katholiken. Warum machst du das? Ich warte auf eure Antwort. Wer hat Bibel Abi geschrieben? Quelle von der Bibel. Aber ganz kurz, aber Abi heißt doch Bruder. Hart, ja? Das tut weh. Okay, es tut weh, sehr gut. Aber Bernabas ist bei euch ein Prophet, das dir weh tut. Weißt du, wie schwer es ist, wenn du als Christ, du glaubst an Christentum und du weißt nicht, wer hat deine eigene Buch geschrieben. Weißt du, wie hart es ist? Also Bernabas ist jetzt bei mir wer? Aziz, die Jungs werden die antworten und dann werden wir mal auf den Koran gehen. Da will ich mal wissen, wer den Koran geschrieben hat. Dann ja, reden kein wir mal. Wallah, sehr gerne, das ja, mache ich sehr gerne. Gut. Sehr kein gut. Problem, ich küsse dein Herz. Ja. Das ja. Aber gib mir bitte nur die Antwort, bitte. Ich bitte euch. Sehr schön. Können wir bitte weitermachen? Das wäre echt schön. Ich warte immer noch wirklich auf Bernabas Sahih. Bernabas Sahih, yalla. Kannst du nicht, mein Lieber, kannst du nicht. Also hast du die Quelle nicht? Siehst du jetzt, welche Religion ist richtig? Meine Religion oder deine? Siehst du, dass die... Guck mal, wir reden über die Bibel. Die guck mal, euch wir gehen auf die Bibel. Guck mal, wir gehen auf die Bibel sogar für dich und dann kommen wir auch nicht weiter. Was soll denn das eigentlich? Ja, aber gib mir nur bitte Quelle von Bibel. Meine Koran doch, über Gabriel zu Mohammed, Luhi. Und die Sahaba, die haben ihn gesammelt. Aziz, aber so bei euch, bei euch. Sie Aziz. Hat die Bibel geschrieben. Aziz. Von wo kommt aber Quelle? So Quelle doch ein Gespräch nicht. Ihr fragt immer über Quellen, ja? Aziz. Aber gib mir Quelle. Aziz, aber so funktioniert doch ein Gespräch nicht. Du sagst Bernabas. Ey, dann gib mir doch die Bernabas-Argumentation. Bekräftige sie doch. Gib mir die Quelle. Was meinst du? Quelle für Bibel? Du sagst doch Mehmet. Also Mehmet kommt in Bernabas-Quelle da. Was auch immer. Das stimmt, ja? Ja, dann gib mir doch ganz kurz, ich will lesen. Und ich schwöre auf Allah, auf meine Glauben habe ich das gelesen. Ich glaube dir doch, gib mir nur die Quelle, lies vor. Ja, aber guck mal, wer hat als Erster gefragt? Ich habe dich gefragt, wegen Quelle von der Bibel. Du suchst und die suchen, keiner hat was gefunden. Aber jetzt, du schiebst diese, meine Frage zur Seite, du sagst wegen Bernabas. Ist fertig? Ist fertig. Ich warte auf eure Quelle. Wie? Wir warten auf deine Quelle. Du hast doch gesagt, Mehmet kommt bei Bernabas Evangelium. Dann zeig mir doch, was da steht. Lies doch vor. Wir wollen doch gucken, wo das steht. Yalla. Yalla. Jetzt warten wir mal. Sagt der Papst Bernabas. Wahnsinn, ne? Der fühlt sich angegriffen, als wäre sein Prophet oder sein Gelehrter oder sowas. Wahnsinn. So. Anjan, Bruder, ich bin seit gestern wach. Bruder, du bist echt, boah, du bist heftig. Bruder, ich bin gestern von einer Debatte in die andere gerutscht. Guck mal, ich debattiere bei mir auf meinem Kanal bis nachts, keine Ahnung, um eins oder so. Da kommt so Elia Nathan rein, Bruder, und Elia Nathan lacht mich. Ja, okay, sehr gut. Ich hab's gefunden, aber ich muss unbedingt die Kamera aufmachen. Geht nicht, du hast zu wenig Abonnenten. Warte. Das ist schlecht. Ich hab's gefunden von also Buch. Also das ist ein Folk Video. Mal alle. Eine Deutsche Folk hat zum Islam konvertiert. Ja, Video mit Bernabas. Der Mann macht der Buch auf. Der hat einen Killer von seiner Oma gefunden. Ja. Aziz, ich mach das ganz kurz mit dir. Das Barnabas-Evangelium ist aus dem 15. Jahrhundert und eine ganz Bruder, klare nein, Fälschung. Nein, sag das nicht. Abu Zige, lass ihn doch. Lass ihn. Nein, nicht sagen. Ich kenne das alles, Bruder. Ich möchte nur erstmal, dass er vorliest, danach kriegt er von mir. Er soll erstmal selber wissen. Genau. Bitte, lies mal vor. Okay, ich lese mal. Bitteschön. Aber wir bleiben jetzt bei Bibel, Bruder. Kein Problem. Für ihn.
für ihn, für seine Augen. Für ihn ist es Bibel auf jeden Fall, dann machen wir das. Diesen Tisch wird nicht gelogen. Solange er sucht, Abu Khanjer, Elia Nathan kommt bei mir rein und lacht mich um 1 Uhr aus in meinen Chat. Der Urban debattiert noch um 1 Uhr morgens. Bruder, um 3 Uhr morgens nehme ich das Handy. Ich sehe, Elia Nathan debattiert bei Alvaro um 3 Uhr morgens. Ja, lacht dich doch aus dem Mann. Und ich Freie, gell? Oh Gott, aber der Typ war total Kamelurin, also wirklich jetzt. Der sagt, nimm kein Tafsir. Ich sage, ich will Tafsir, er sagt, nein, nimm kein Tafsir. Warum Kollege, nicht? Ah, der Bruder, ich bin Kollege, nimm dieses Wort zurück. Das ist Beleidigung. Guck mal, das zeigt euro Charakter. Ja, ihr seid respektlos. Kamelurin. Also ich werde lieber Kamelurin trinken. Anstatt Alkohol und dann schlafe ich mit meiner Schwester und meiner Mutter und so. Bernas, kannst du Respekt. Hallo. Also, Abu Khanjar, hörst du, ja? Hörst du mich? Ja, lies vor, bitte. Also, im Buch draußen steht Barnabas Evangelium. Mhm. Und guck mal, der Mann redet, das ist ein Deutscher, ja? Barnabas Evangelium. Hör zu. Ach so, ein Video. Warte. Das ist deine Quelle, ein Video. Ist es dein Nein. Guck mal. Aber leider ist an die Kamera. Soll ich dir mal ein Video zeigen, wie ein Kamel pisst? Guck mal, lass mich reden. Ja, guck mal, der Mann, ich kann meine Kamera leider nicht aufmachen. Der Mann macht übrigens ein Video. Aber wie eine Quelle, wir wollen doch kein Video. Bist du YouTuber geworden? Nein, guck mal, nicht von YouTube, Mann. Nicht von YouTube. Guck mal, hör zu. Der Mann ist ein Deutscher, wohnt in München. Das geht mich doch nicht. Das kann auch ein Afrikaner, Araber, Asiater sein. Nein, lass mich nur ausreden. Lass mich nur. Ja, die hat haben Bibel die in Hand, ja? Genau. Die hat Bibel in Hand, hat Bibel aufgemacht, damit Leute wie euch nicht sagen, gib uns die Quelle. Hat die Bibel aufgemacht. Alte Bibel. Und der liest, und er macht ein Video. Der liest mit, damit niemand, wenn er ein Foto macht, der kommt gleich Leute wie euch, die sagen, nein, das ist Photoshop. Ja? Mhm. Er macht Video und er macht Bibel auf. Und der macht Video über die Bibel und liest. Guck mal, hör zu, was er sagt. Aber wenn du eine WhatsApp hast, schick mir deine WhatsApp privat. Ja? Und dann schicke ich dir jetzt sofort per WhatsApp. Sofort. Du siehst Bibel mit Video. Der Mann macht Bibel auf und der liest. Okay? Dann hörst du, was er sagt. Gib mir nur 20 Sekunden. Guck mal, was er sagt. Spiel ab. Ich habe nichts Lustiges gesagt. Ja? Gib mir doch einfach die Quelle, sonst lasse ich den Kamel wieder laufen. Mach jetzt. 164. Also Seite 164. Oh, bitte. Ja, willst du die Quelle, ja? Willst du die Video? Ich möchte weiß, von das dir. Das tut weh. Das tut weh bei euch. Ja, sehr. Ja? Genau. Bitte, hol die Seite. Es tut so weh, Habibi, wirklich. Ich kann nicht mehr. Die Gesandte des Allah, Muhammad, Sau im Barnabas Evangelium. Okay. Such mal den Barnabas, bitte. Ich gebe dir dem Nummer und alles. Okay. Aber du hast doch gesagt, du hast selber vorgelesen. Ja, ich habe vorgelesen. Das steht vor meinen Augen hier. Okay. Der Mann macht den Buch auf, ich lese mit. Okay. Also, er hat Probleme in eurem Gehirn, Kollege, ne? Ja. Also, du hast recht, die verstehen auch kein Deutsch, mein Problem mit Gehirn. Du bist der Beste. Nein, du verstehst, das ist noch schlimmer, wenn du Deutsch sehr gut kennst und du verstehst nicht. Hast du recht, tut mir leid. Ja. Okay, also. Bitte. Such mal bitte bei. Sagte der Priester. Priester. Der Messias heißen. Warte. Welches Zeichen wird enthüllen? Jesus antwortete: Der Name des Messias ist wunderbar, denn Gott selbst gab ihm den Namen, als er seine Seele erschuf und sie mit himmlischem Glanz umgab. Gott sagte: Warte, Mahomet, denn aus Liebe zu dir will ich das Paradies und die Welt erschaffen und eine Schar von Geschöpfen, die ich dir zum Geschenk mache, sodass gesegnet sein wird, wer dich segnet und wer dich verflucht sein wird. Weißt du, was du da gerade abgespielt hast? Lass ihn, Bruder. Lass ihn, alles gut. Lass ihn, Bruder. Also, warte, ich antworte in deinen Platz. Vielleicht, das ist mein Onkel. Und wir haben zusammen allerdings Politik gemacht, weil wir sind Heuchler, ja? Aber sehr guck mal, such dir selber, ich gebe dir die Nummer, such dir selber in Barnabas, ja? Okay.
Der Mann, Ex-Christ, der sagt nochmal. Warte. Seite 164. Seite 164. Ja? Okay. Bei Barnabas Evangelium. Geh bitte Seite 164. Ich werde euch nicht lustig machen, nicht verarschen, nicht gar nichts. Ich hätte Respekt. Das ist euer Charakter. Er macht mich die ganze Zeit lustig. Ja? Aber ich werde das nicht machen, weil meine Prophet, meine Religion, die haben gesagt, du musst die anderen respektieren. Deswegen nennt der Schwarze auch Rosinenköpfe, ja? Auf jeden genau. Ja, danke schon, vielen Dank. Du bedankst dich, dass dein Prophet Schwarze als Rosinenköpfe bezeichnet hat. Ich habe nicht verstanden, was. Lass warum mal sagst du Dankeschön, wenn du es nicht mal verstanden hast? Bruder, lass mal beim Barnabas bleiben. Er soll mal weiterspielen. Barnabas, ich ausweiche. Nein, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du zugehört? Das liegt an dich. Du musst deine Quelle. Ich habe dir jetzt Quelle gegeben. Nein, hast du zugehört, was der im Video gesagt hat? Hast du zugehört? Okay, er soll ihn nochmal laufen lassen. Lass mal nochmal. Hast du zugehört oder nicht? Ja. Er sagt, Mohammed ist der Messias. Nochmal, er soll nochmal machen, Bruder. Warte ganz kurz. Ich spiel nochmal ab. Mach mal, ja, mal. Ist Mohammed der Messias? Lass mal nochmal laufen. Genau. Lass nochmal laufen und sag danach, was Aziz chillt. Aber wenn ihr redet, aber ich schwöre, ihr habt verloren. Wir stummen uns jetzt alle. Bitte lass mal nochmal. Genau, ja. Aziz, ja, aber sag danach bitte, Aziz, ganz kurz, sag bitte danach Amen, okay? Bitte. Ich sag Amen nur an Koran und meine Glauben. Ich bin keine Christ. Und ich werde nie Christ sein. Ja, okay, dann lass bitte und dann sag Amin danach, bitte. Alhamdulillah, Allah hat mich einen richtigen Weg gekriegt. Soll ich nach hinten zurück oder was? Aber guck mal, ohne auszuweichen, ja, hör zu, wenn er redet, ja, in diesem Video, dann ihr habt verloren. Das heißt, das ist Angst und er schimpft. Ja, mach einfach an. Evangelium. Seite 164, da sagte der Priester, wie wird der Messias heißen und welches Zeichen wird seine Ankunft enthüllen? Jesus antwortete, der Name des Messias ist wunderbar, denn Gott selbst gab ihm den Namen, als er seine Seele erschuf und sie mit himmlischem Glanz umgab. Gott sagte, warte, Mahomet, denn aus Liebe zu dir will ich das Paradies und die Welt erschaffen und eine Schar von Geschöpfen, die ich dir zum Geschenk mache, so dass gesegnet sein wird, wer dich segnet und wer dich verflucht, verflucht sein wird. Warte. In die Welt entsende, werde ich dich als meinen Boten des Heils senden, und dein Wort wird wahr sein, so dass Himmel und Erde vergehen werden. Dein Glaube aber wird nie vergehen. Mahomet ist sein gesegneter Name. Da erhob das Volk seine Stimme und sagte, O Gott, sende uns deinen Gesandten. O Mahomet, komm schnell zur Errettung der Welt. Also. Ganz kurz, bitte alle aufnehmen. Sag mal kurz Amin, Bruder. Warte, ich stumm mich. Sag mal kurz Amin, damit wir das aufnehmen. Sag mal kurz. Ich sag Amin nur für meine Glauben. Das ist der. Du musst Amin sagen. Bitte Amin, was dein Gelehrter gerade eben gesagt hat. Bitte. Hast du Mohammed Name gehört oder nicht, okay, Kollege? Okay, Aziz, stimmst du dem zu, was er gesagt hat? Hast du Mohammed Name gehört oder nicht? Ich antworte, aber du antwortest auch. Ich habe, ja, hallo. Alle Christen sind so. Ja, na, Aziz, keine Aziz, Antwort. Schreit nicht ab. Aziz, nur ausweichen. Hallo, Aziz. Aber ich als Muslim, ich antworte. Hallo, Aziz. Ja, wir haben den Namen gehört. Ja, wir haben den Namen gehört. Warum glaubt ihr nicht an Mohammed? Er hat sallallahu alaihi wasallam. Ist doch gut. Er hat Magomed gesagt. Mohammed, alles okay. Sag Amin. Ich sag Amin, nur wenn okay, ich sag Amin jetzt sofort. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin, Iyyaka Na'budu. Nein, sag Amin, das, was der Mann gesagt hat, richtig. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta. Du sollst nicht beten, Mann. Ghayril maghdubi alayhim. Du sollst nicht beten, Mann. Lauf damit, wie respektlos ist denn das jetzt? Waladdallin, Amin. So, sag bitte, was der Mann gerade gesagt hat, Amin. Zu das, was der Mann gesagt hat. Sag Amin, du hast doch Mohammed gehört. Sag Amin, yallah.
Was yallah, Kollege? Sag Amin. Spandisch, tief atmen, tief atmen. Sag Amin. Sag bitte Amin, was der Mann eben gesagt hat. Trink Wasser erst einmal, mach deinen Hass Amin. Aus. Und guck mal, bleib im Gefühl. Sag Amin. Ha? Warum soll ich Amin sagen? Stimmst du dem zu? Der Mann hat doch recht. Stimmst du ihm zu? Oder? Ich sag Amin, غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ist hier Mohammed gemeint? Ihr seid Dalin, Juden sind Maghdub alayhim. Okay, ich sag Amin. Was hat Yahud damit zu tun? Was hat Juden damit zu tun? Du kommst auf Juden. Warum willst du die Juden ignorieren? Hast du marokkanische Gras geraucht? Bist du schwer vom Begriff oder was? Sag Amin. Die Juden sind auch dabei in dieser Welt, oder? Wie jetzt Juden? Was hat das jetzt damit zu tun? Ganz kurz, was dieser Mann jetzt gesagt hat. Guck mal, ihr seid Diktatoren, ne? Guck mal, wir gehen mit dir mit. Der Mann hat gesagt, Mohammed. Du hast recht. Der Mann hat gesagt, Mohammed. Wir haben es gehört, du hast recht. Habe ich recht? Warum glaubst du an Mohammed nicht? Sag mal Amin. Warum soll ich Amin sagen, Kollege? Bitte, dieser Mann hat gesagt, Mohammed. Und wir haben es gehört und sag jetzt Amin, er hat recht mit allem. Guck mal. Ich sag Amin, nur in meinem Glauben habe ich dir vorhin gesagt. Nein, hat dieser Mann. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich wusste, keine Dauer machen für Jungfrauen. Diese gefälschte Bücher brauche ich nicht. Warte mal, was ist eigentlich mit euch los? Jetzt hast du einen Schaden? Hast du irgendeinen Schadenkopf? Okay. Soll ich Amin sagen, ja? Ja, sag Amin. Sag bitte als erstes, ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu la, guck mal, ich sag's dir, okay? La ilaha illallah, Yesu al-Masih huwa Allah. Und soll ich Amin sagen in deine Glauben? Amin, ja? Und soll ich Amin sagen? Siehst du? Ihr seid Heuchler. Keiner schafft. Keiner Aziz, aber alles gut. Geht. Aziz, bitte. Stimmst du dem Mann zu, was er gesagt hat? Du musst nicht Amin sagen. Amin sagst du nur Koran. Wir haben verstanden. Hey, Kollege, ich frage das. Nein, ich muss dich stumm. Stimmst du dem zu, was der Mann gesagt hat? Du musst nicht Amin sagen. Amin sagst du nur zum Koran. Wir haben verstanden. Tayyip. Okay, stimmst du dem zu, was der Mann in diesem Video über Mohammed gesagt hat? Ja oder nein? Sag doch einfach. Wir haben gehört, Mohammed ist Mohammed, absolut. Sag bitte Amin, der Mann hat recht. Amin. Yalla. Also, was sagst du über was der Mann gesagt hat? Gib mir eine Erklärung. Nein, du hast uns die Quelle gegeben, Habibi. Warum glaubt ihr an Mohammed nicht? Ganz einfach. Ich sage dir doch gleich. Geh bitte drauf ein, sag, dieser Mann hat recht. Amin. Was? Sag, alles, was dieser Mann eben gesagt hat in dem Video, Nein, ich sag nicht, weil ich glaube an Bibel nicht. Nein, das ist doch... Hat dieser Mann recht? Ich will nicht sagen. Willst du mich unter Druck machen? Ich will nicht. Hat dieser Mann recht oder nicht? Guck mal, ist mir scheißegal, ob er recht hat. Bei mir, mir Hauptsache Mohammed. Ich wollte nur zeigen, dass die Bibel gefälscht ist. Ja, warum hast du jetzt Angst? Mohammed bei Alter Testament? Jetzt nicht. Warum hast du Angst? Warum? Ja, stimmt, habe ich Angst. Ja, dann sag doch, dieser Mann hat recht. Hat dieser Mann recht? Ich bin raus von Eurostream, wie die Christen bei uns machen. Okay, also kannst du nicht antworten. Okay, kannst du nicht antworten. Es gibt keinen einzigen Muslim, der dir Angst hat in dieser Welt. Ja. Doch, du. Weil du hast Angst, diesem Mann recht zu geben. Antworte doch. Aber ich sage keine Amin, weil das ist nicht meine Glauben. Okay, stimmst du dem zu? Okay. Wie gesagt, ein Mann, ein Wort. Sag, ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich werde 20 Mal Amin sagen. Bitte, ja, komm. Sehr, sehr kindisch, bitte. Habt ihr Angst? Aziz, das ist für uns ein Unglaube. Wir dürfen doch einen Unglauben nicht aussprechen. Das ist ein Zauberspruch für uns. Wir dürfen sowas nicht. Weil wir haben nur eine Shahada, wo alle Propheten auch gesagt haben. Es gibt nur einen Gott. Wir glauben nur an einen einzigen Gott. Und das ist wer? Yahweh. Nein. Den gibt es bei euch gar nicht. So, geh bitte drauf ein. Ihr habt drei Güte und bei Orthodox vier Güte. Wo steht das? Ja, ich sag dir. Guck mal, meine Probleme, wie gesagt, die Sprache. Weißt du, Orthodox in Ägypten, die sagen, zeig mal. Ja, das heißt vier Götter bei Orthodox. Zeig. Wir gehen mit dir mit, wir springen mit dir. Zeig vier Götter, yalla. Er versteht kein Arabisch. Du musst das selber suchen. Oh. Wo steht das jetzt? Guck mal, Abu Khinjar, du musst nicht verstehen. Du kennst Arabisch, ja? Du weißt, einer ist mit schwarzem Anzug in die Kirche, orthodoxische Kirche. Bitte. In Ägypten, die sagen, Anna, Abdukia, Maryam. Eure Nerven, ne? Aber ich explodiere, der labert, ey. Okay, Aziz, wir machen anders. Was? Willst du explodieren? Jetzt, ich sag dir, mein Lieber, mit Gefühl, in Spanisch. Ich werde das Gespräch jetzt beenden mit einem Satz. Kein Hass. Wir reden nur.
Ich habe euch nicht beleidigt. Aziz, ganz kurz. Aziz, weil du nicht mal weißt, was du redest. Willst du explodieren? Entspann dich, trink Wasser. Stumm mal ganz kurz, Belgrad. So, wir werden jetzt das Gespräch beenden, weil es ist mit dir leider unmöglich. Du gibst nichts zu. Über die Bibel willst du nicht reden, über den Koran willst du nicht reden. Du willst wahrscheinlich nur über, ja, über aber über Kamelurin können wir auch gleich reden. Bitte stumm dich, sei ruhig. Leute, das ist die Nebenwirkung. Das ist die Nebenwirkung von Kamelurin, ja. Bitte macht es nicht nach. Trinkt nicht. Dankeschön. Kamelurin, wirklich Kamelurin, vergib dich. Ich danke euch. Du verbrennt alle Gehirnzellen. Erstmal bedank dich bei diesem Gelehrten, der bestätigt hat, dass Mohammed ein Messias ist. Mohammed ist ein Messias. Auf deine eigene Quelle. Laut Papst Bernabas II., ja, den du gerade zitierst hast, sein Imam Bernabas, bestätigt, dass Mohammed. Lass mich reden. Hallo, Mohammed ist ein Messias. Lass mich nur reden. Amin sagen. Bitte Amin sagen. Mohammed ist ein Messias, hast du selber gerade gezeigt. So, ich bitte dich jetzt, bevor du gehst, sag Amin. Mohammed war ein Messias oder der Messias. Bitteschön. Das ist deine Quelle gewesen. Du hast warum machst du sowas? Warum machst du Stürme? Ich darf nicht reden, aber du redest. Warum? Antwort jetzt drauf. Guck mal, das zeigt, dass ihr schwach seid. Wallah, ihr seid schwach. Salamu alaikum. Deine Quelle. Raus hier. Raus mit dir! Raus! Gott, der geistige Durchfall. Oh mein Gott, ey Leute. Wahnsinn. Er spielt einfach ab, dass Mohammed der Messias ist und checkt da nicht, dass er seine kompletten Religion damit oder deswegen spricht. Sind wir doch Muslim. Die Muslime sind doch so. Die wissen nicht mal, was ihre eigenen Quellen sagen. Nicht mal nach. Verstehst du? Deswegen sind ja Muslime Muslime, Bruder, weil sie kennen ihre Schriften nicht. Die tun mir auch deswegen leid. Sie denken gar nicht weiter. Sie sagen, mein Imam hat gesagt so und so. Habibi, hinterfrag doch mal selbst. Lies doch selber deine Quellen. Lies doch selber deine Quellen. Lass dich doch nicht verarschen von einem bezahlten Imam. Ist das der Wahnsinn? Für die Leute im Chat, für die 330 Leute. Dieser Typ hat gesagt im Video, Mohammed ist der Messias. Im Koran ist Isa der Messias. Bedeutet, würde er Amin sagen, würde er seinem Allah widersprechen. Ganz einfach. Genau, richtig. Und das Problem ist, Bruder, sie brauchen, guck mal, leider, Gott, Herr, ja, verzeih mir, aber sie brauchen leider genau diese Medizin. Deswegen war ich in TikTok, weil sie verstehen nur diese Art von Medizin, yeah. Bruder. Denn du wirklich, du gehst so tief, bis die merken, dass es einfach nur Schwachsinn ist, an was sie da glauben. Paradies mit Jungfrauen. Sie auseinandernehmen. Bruder, was ist denn das? Was willst du deiner Tochter später mal erzählen? Geht's noch? Guck mal, ich mache das meistens, Bruder, für die Muslimas hier, für diese Türkinnen, Kurdinnen, Albanerinnen, Bosnier, Bruder, die kein Arabisch können, aus Indonesien, Malaysia und viele afrikanische Staaten, wo einfach Arabisch nicht können. Bruderherz, die Frauen, wenn sie das hören, komischerweise, 99% von den Muslimas war immer eine Reaktion, okay, das ist ja nicht normal. Ach so, ist nicht normal. Natürlich ist das nicht normal. Deswegen mache ich das auch, Bruder, weil das ist ekelhaft. Das ist der Wahnsinn. Ekelhaft, pervers. Bruder. Pervers. Kein Respekt. Wahnsinn. Kein Respekt vor der Frau, Bruder. Sowas gibt es bei uns nicht. Die Bibel sagt sowas nicht. Die Frau und der Mann, die werden ein Fleisch. Das nenne ich Liebe. Das nenne ich wirklich Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er sogar sagt, der Mann und die Frau werden ein Fleisch. Macht euch mal Gedanken, Muslimas, ja, und Moslems. Bei euch dürfen die bis zu 4 Frauen heiraten. Wo werden die ein Fleisch? Ein Fleisch mit 4 Frauen. Ein Mann wird mit 4 Frauen ein Fleisch. Was ist denn das für eine Religion? Sorry, wenn ich das sage, ne? Mit aller Liebe. Was ist denn das? Jungfrauen oben im Paradies und die Frauen nicht. Was ist denn das? Macht mal bitte euer Gehirn an. Wirklich, was ist los? Bordell oder was? Bruder, ich meine, das ist wirklich nicht böse, aber was ist denn das? Nimmt sich nicht viel, ja. Wirklich, es tut mir wirklich von Herzen leid, wenn ich sowas höre, weil die Männer haben eher weniger Probleme. Das sind immer die Frauen, wo dann sagen, genau. Oh, das ist wirklich komisch und ja, ist nicht normal und ich muss mich da echt informieren. Aber guck mal, hier steht doch das Paradies unter den Füßen der Frau. Bruder, willst du mich gerade verarschen? Verstehst du? Du darfst doch nicht bei einer Sache dein Gehirn ausschalten und bei der anderen, ja, aber hier steht doch so, es geht doch nicht darum. Du musst erst mal gucken, ob es überhaupt ein Gott ist, an den du glaubst. Sowas kann doch nicht von Gott kommen. Ein Gott sagt doch nicht, dass du oben bumsen darfst. Sorry für den Ausdruck, Bruder. Du kannst doch nicht oben einfach Geschlechtsverkehr haben im Paradies. Was ist denn das, Bruder? Wo ist der Respekt? Du heiratest einen Mann
Und du weißt ganz genau, im Paradies wird er noch 72 oder 71 andere haben, neben ihr. Und hier unten darf er bis zu 4 Frauen heiraten. Was hat das mit Liebe zu tun? Erklär mir das mal bitte. Gar nichts. Erklär mal. Gar nichts. Und das ist sehr, sehr schade, Bruder. Sehr, sehr schade. Und wirklich, die Tochter oder die Töchter tun mir leid, weil wir sind in der Zeit, Bruder, guck mal, wir haben 2024, okay? Mhm. Das ist nicht mehr wie damals, Bruder. Das ist nicht mehr wie früher mit, ja, wir vertuschen mal, Islam ist Frieden, Islam ist so, nein, nein. 2024 hat den Islam komplett entlarvt. Wir haben TikTok, wir haben Instagram, wir haben YouTube, wir haben Google. Bruder, alles ist offen. Alles liegt offen, Bruder. Es gibt nicht mehr dieses, nein, bei uns gibt es sowas. Hallo, Sahih Bukhari, hier steht's. Sahih Muslim, Koran, hier steht's. Du kannst nicht mehr flüchten. Diese Zeit ist vorbei. Diese Zeit ist vorbei, Leute. Immer euch verarschen. Honig, einen vergammelten Honig um den Mund. Ja, das gibt's nicht mehr. Wir sind in der Zeit der Aufklärung. Die Bibel hat es schon hinter sich. Die Bibel hat diese ganze Kritik schon hinter sich. Aber der Islam wird das nicht überleben, die Kritik. Deswegen werden sie aggressiv und drohen immer mit Schlägen und mit dem Tod. Sie drohen immer, Bruder, weil sie kommen mit dieser Kritik nicht klar. Die Bibel hat schon alles hinter sich, Bruder. Sie hat die Kritik überstanden. Die Bibel, das Wort Gottes, hat die Kritik bestanden. Mal gucken, ob der Islam besteht. Und ich sage dir, nein, das tut er nicht. Das tut er nicht, weil viele in Zweifeln kommen, weil sowas nicht normal ist. Er sagt, wenn meine Tochter Atheistin sogar wird, ist mir egal. Ist dir egal? Komm, ich zeig dir mal. Sunan an-Nasai, was da steht. Wenn jemand den Islam verlässt, soll er getötet werden. Das ist die Scharia, die ihr wollt. Ja? Sie soll getötet werden. Derjenige, das sagt der Prophet, the messenger of Allah. Wenn jemand die Religion wechselt, soll er getötet werden. Genau. Ja. Nicht das hier. Nein, nein. Nein. Wortwörtlich. Ja? Die Zeit ist vorbei, Leute. Macht euch bitte Gedanken, weil sowas kommt nicht von Gott. Sowas kommt nicht von Gott, Bruder. Ich habe was Schönes gepostet. Hier bei mir im Profil, Bruder. Mhm. Und was ich sehr, sehr schön finde, was Jesus sagt und was Mohammed sagt, das sind zwei verschiedene Galaxien. Also unterschiedlicher geht es nicht. Unterschiedlicher geht es nicht. Warte bitte. Meldet sich keiner, ne? Nein, nein. Na, ich glaube, das war eine Medizin. Die sind nicht so schnell vergessen. Die will keiner mehr hoch. Bruder, ich wollte auch langsam ausmachen, deswegen. Ja, ja, Bruder, alles gut, alles gut. Und an alle hier nochmal, das sollte für viele hier zum Nachdenken bringen. Es war ein Denkanstoß, ja. Wir streamen zwar nicht sehr oft, aber wenn wir streamen, dann streamen wir richtig. Und an alle Muslime, die hier zuhören, es ist kein Angriff gegen euch, es geht hier nur um die Wahrheit. Okay, rettet eure Seelen, bitte. Es geht um die Wahrheit, redet eure Seelen, weil sowas ist nicht normal. Sowas ist wirklich nicht normal. Bitte macht euch Gedanken. Ihr habt es ja selber gehört, Frauen sind Mülltonnen. Genau, die auf der Erde sind Mülltonnen. Guck mal, wie man Frauen bezeichnet. Wie kann man so, Bruder, ich sage dir, meine Schwester, meine Mutter, meine Tante sind keine Mülltonnen. Du bist eine Mülltonne. Hast du mich verstanden, Asis? Wenn, dann bist du eine Mülltonne. Aber unsere Frauen sind nicht Mülltonnen. Jede Frau ist was wert, okay? Wir Christen dürfen uns aus der Bibel Kinder Gottes nennen. Ihr könnt euch so nicht nennen. Weil laut euch sind die Frauen Mülltonnen. Richtig. Allah wird die Hölle füllen mit Frauen. Mach dir mal Gedanken, bitte. Unsere Frauen sind keine Mülltonnen, Habibi. Unsere Frauen sind Prinzessinnen, sind Königinnen, okay? Unsere Frauen sind keine Mülltonnen, Habibi. Und jede Frau, die gesündigt hat, kann Buße tun. Und ihnen wird verziehen für ihre Vergangenheit. Unsere Frauen sind Königinnen, okay? Keine Mülltonnen, Aziz. Mach dir bitte Gedanken. Okay. Weil diese Mülltonne, die du nennst, das kann auch deine Tochter später mal sein. Okay? Bevor du über andere redest, schau bitte selber auf dich zu. Ja, deine Tochter und sagt das. Wahnsinn. Ja, ja, Mülltonnen. Ohne Respekt.
So, an dieser Stelle, Gott segne euch alle Geschwister, dich auch, Bruderherz. Genau, Gottes Segen. Und Gottes Segen, Bruder. Und wenn was ist, du weißt. Ja. Folgt alle Abu Khanjar hier. Nein, alle Abu Khanjar folgen. Doch. Alle die Leute, alle Abu Khanjar folgen. Ein sehr, sehr gesegneter Bruder. Folgt ihm bitte alle. Gott segne dich, Bruderherz. Gott segne dich. Hast du auch bei mir gemacht. Deswegen. Gottes Segen, Leute. Danke, dass ihr da wart.